Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 8 Uhr, 20 Uhr. Es geht los. Die Podiumsdiskussion, zu der ich Sie herzlich begrüße. Farbe bekennen, ein Plädoyer für Kunst und Kultur. Farbe bekennen ist auch der Titel des Künstlersymposiums, was hier stattfindet in Neustadt zurzeit. Das kann ich nur empfehlen. Da ist eine Schar von internationalen Künstlern zusammengekommen, die sehr vielversprechend aussehen. Also gehen Sie dahin. Ich selber werde da auch mich nochmal blicken lassen und mir das anschauen. Das als Empfehlung. Und warum sind wir heute hier? Wir haben hier die drei OB-Kandidaten versammelt für Neustadt. Ich stelle mich auch gleich noch vor. Ich bin der Robert Bontoto. Das machen wir gleich. Alles nacheinander. Alles nacheinander, aber gut, dass Sie so neugierig sind. Und es geht darum, zu erfahren von den drei Kandidaten, was Sie mit Kunst und Kultur hier in Neustadt an der Weinstraße anfangen wollen. Wie sehen Ihre Konzepte aus, Ihre Ideen, was wollen Sie anders machen? Was erwartet Sie, die Bürger, im Bereich Kunst und Kultur für Neustadt an der Weinstraße? Und wir können das nicht tun, ohne über das Geld zu sprechen. Das liebe Geld wird da auch eine Rolle spielen. Es geht immer auch um das Thema Finanzierung von Kultur. Irgendwie gibt es hier was, was gut funktioniert. So, das geht vielleicht besser. Das geht besser. Ja, und jetzt stelle ich mich vor, ich bin der Robert Bontoto, arbeite für das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar, freue mich heute hier moderieren zu dürfen. Und die drei OB-Kandidaten, die brauche ich Ihnen eigentlich nicht vorzustellen. Ingo Rettlingshofer ist da, Marc Weigel und Pascal Bender, Ihnen wohl bekannt. Ich gehe da auch gar nicht ins Detail, Sie haben sicher schon alles Mögliche über die drei mittlerweile gehört. Schön, dass ihr da seid. Und ich sage mal willkommen. Die drei haben etwas gemeinsam, oder einiges gemeinsam, sind alle drei waschechte Neustadter, wollen alle drei Oberbürgermeister werden von Neustadt und sie haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, sie haben alle irgendwas mit Kultur zu tun gehabt oder immer noch zu tun vielmehr. Kulturdezernent, aktuell, er war das mal und er beschäftigt sich mit dem Theater, mit Schauspiel und ist natürlich im Kulturausschuss vertreten. Ja? Also die weisen schon die Berührung mit dem Thema auf und das ist gut. Wir haben einen weiteren Gast und den muss ich ein bisschen vorstellen, weil Sie ihn nicht kennen. Und das ist David Meyer. David Meyer ist ein Kulturmanager, eigentlich seit er laufen kann, muss man sagen. Er kommt aus Worms, hat dort das Festival Jazz and Joy verantwortet, hat dort ein Festival gegründet, Pop-Up Festival für junge Kultur. Er arbeitet aktuell für die Stadt Offenbach dort im Kulturamt und er hat ein Buch herausgebracht zur Kultur, Kulturwirtschaft RLP. Ja, er ist ein Kulturmanager, der im vollen Saft steht, sich überall einmischt und ich darf nicht vergessen, er ist auch im Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Und der Mann hier, der soll uns ein bisschen den Blick von außen liefern. Ja. Ich werde ihn immer wieder auch mal fragen, wie die Geschichte mit der Brille von außen aussieht hier in Neustadt. So, zum Ablauf. Wir haben insgesamt eine Stunde 30 Zeit. Wir wollen eine Stunde ungefähr diskutieren hier im Podium und dann eine halbe Stunde Zeit für Zuschauerfragen uns nehmen. Es wird eine kurze Zusammenfassung geben, es wird einen Ausklang geben, die Kandidaten werden sicher nicht gleich verschwinden und dann hat man Gelegenheit auch noch ein bisschen miteinander zu reden. Es wird so ein paar kleine Regeln des Abends geben und zwar, ich bitte euch, die hier auf dem Podium seid, keine ausschweifenden Beiträge, sondern kurz und knapp und präzise sein und erlaubt mir auch dazwischen zu gehen. Ich werde da den strengen Moderator spielen und versuchen, dass die Leute hier, die Bürger, möglichst konkrete und präzise Auskunft bekommen über eure Ideen und Vorstellungen. So, und jetzt geht es wirklich los. Oder noch nicht ganz. Ich habe nämlich noch einen Text mitgebracht. Das ist ein Text, den eigentlich alle Bürger immer kennen müssten, aber wir schauen da nie rein in dieses Buch. Und ich lese den mal vor. Artikel 40. Förderung von Kunst und Kultur. 1. Das künstlerische und kulturelle Schaffen ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände zu pflegen und zu fördern. 2. Die Erzeugnisse der geistigen Arbeit, die Rechte der Urheber, Erfinder und Künstler
genießen den Schutz und die Fürsorge des Staates. 3. Der Staat nimmt die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft in seine Obhut und Pflege. Artikel 41, 4. Die Teilnahme an den Kulturgütern des Lebens ist dem gesamten Volke zu ermöglichen. Und das steht in der Landesverfassung des Landes Rheinland-Pfalz. Da schaut man natürlich nicht so rein, aber ich finde das immer wieder beeindruckend. Das ist so ein bisschen das Grundgesetz dieses Landes. Und da steht was drin zur Kunst und Kultur. So, erste Frage mit der Bitte um ein kurzes Statement. Und diese erste Frage richte ich an dich, Marc. Was zeichnet Kunst und Kultur in Neustadt aus? Was macht die Kultur deiner Meinung nach hier aus? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Bitte sehr. Ja, zunächst mal vielleicht auch guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und auch für die einleitenden Worte. Und den Hinweis auf kurze Antworten, den will ich dann auch ganz gerne aufnehmen. Kunst und Kultur in Neustadt ist, glaube ich, dadurch vor allen Dingen gekennzeichnet, dass wir ein sehr vielfältiges, ein sehr breites Angebot haben, dafür, dass wir eine mittelgroße Stadt sind, keine Großstadt, die ja mit großen staatlichen oder auch städtischen Einrichtungen aufwarten kann. Wir haben keine Orchester oder Theater, die Stadt betreibt, aber dafür schaffen wir es vor allen Dingen mit sehr viel Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine, auch ein sehr attraktives kulturelles Angebot zu gestalten und die Stadt eigentlich in jedem Jahr wieder aufs Neue mit einer ganz besonderen kulturellen Vielfalt zum Erblühen zu bringen. Ich glaube, wir können sehr stolz sein auf das Angebot in Neustadt, aber es ist natürlich berechtigt, auch die Fragen der zukünftigen Gestaltung zu stellen und insbesondere der enger werdenden finanziellen Spielräume. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass vielleicht nicht alles so bleiben kann und dass es dann schon auch einigen Handlungsbedarf gibt, über den wir dann im Laufe des Abends gerne auch sprechen können. Okay, vielen Dank. Danke für dieses erste Statement. Pascal Bender, selbe Frage an dich. Ja, Neustadt, also erst auch mal einen schönen Abend von meiner Seite. Neustadt zeichnet sich für mich dadurch aus, dass wir eine unwahrscheinlich lebendige Szene haben, was gerade die Vereinsstrukturen hier betrifft, viel ehrenamtliches Engagement. Wenn man sich so umschaut, wie viele Vereine es gibt, die in den unterschiedlichsten Schattierungen hier aktiv sind, die einfach auch dieses Stadtbild prägen, das ist für mich eigentlich die Kultur und die Kunst hier. Das erlebe ich, wie gesagt, selbst seit bald 30 Jahren aktiv in einem Verein und die gilt es eben auch zu bewahren in Zukunft. Danke. Und zuletzt dieselbe Frage an Ingo, bitte um eine Antwort. Ja, erst auch mal von mir einen schönen guten Abend. Ich mache es ganz kurz, ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an, sie haben völlig recht, 100%, mehr gibt es nicht zu sagen. Okay, das hat er ganz wortwörtlich genommen mit der kurzen Antwort, das mögen wir sowas. David, jetzt der Blick von außen, wie stellten sich das Kulturleben von Neustadt an der Weinstraße so in der Region und darüber hinaus dar? Ich schließe mich jetzt auch erstmal meinen Vorrednern an. Danke für die Einladung. Sogar als Rheinhesse darf ich hier sein. Das freut mich umso mehr. Ich will mir nicht anmaßen, da von außen ein Bild über die Kulturszene in Neustadt zu zeichnen, was ich überhaupt nicht vollständig nachvollziehen kann. Was ich natürlich mit Neustadt verbinde, das ist das Kulturgut Wein. Das sind die Angebote im Saalbau, das ist natürlich das Hambacher Schloss, das sind so die drei Dinge, die mir auf Anhieb einfallen, worauf Neustadt auch stolz sein kann. Das ist ein tolles Angebot. Zwei Dinge, wenn ich direkt mal ins Inhaltliche reingehen darf, sind mir jetzt bei den drei Kandidaten aufgefallen, was genannt wurde. Das eine ist das Ehrenamt. Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass das Ehrenamt gefördert wird, dass Menschen motiviert werden, sich ehrenamtlich zu betätigen. Aber ich sage auch ganz klar, Aufgabe der Kulturpolitik ist es auch, nicht nur Verantwortung zu delegieren an das Ehrenamt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn da kann man sich natürlich auch, das verleitet dazu, sich ein bisschen bequem zu machen. Wir haben ja eine aktive Szene, die machen ja viel. Ich glaube, eine proaktive Kulturpolitik ist da auf jeden Fall
nicht nur Überbringer von lobenden Worten, sondern agiert auch selbst. Der zweite Punkt ist, was genannt wurde, Mittelstadt. Gerade in den letzten Jahren gab es 2, 3 interessante Studien zu den Potenzialen der Mittelstädte, auch hier in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, ja, das gibt es nicht in den Mittelstädten, auch nicht in meiner Heimat in Worms. Da gibt es kein eigenes Orchester, kein eigenes Ensemble. Aber es gibt gerade bei Mittelstädten die Möglichkeiten, Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren und die wirklich herauszuarbeiten. Denn jede Stadt hat eine eigene Geschichte, eigene Tradition. Und ich glaube, dass hierin in der kulturellen Gestaltung ganz für Mittelstädte ganz viele Potenziale liegen. Danke für diese Einschätzung. Da sind gleich ein paar Anregungen mit drin. Und ich nehme den Ball auf für die nächste Frage, die da lautet: Welche Ziele wollen Sie mit Kunst und Kultur, wollt ihr mit Kunst und Kultur erreichen? Welche Erfordernisse seht ihr? Und das geht an Pascal erstmal, dann bitte der Ingo und später der Marc. Ja. Ja gut, es geht ja darum, Neustadt hat eben diese vielfältige Kulturlandschaft, ich sag mal, das ist so ein bisschen vielleicht wie eine Villa Kunterbund mit den unterschiedlichsten Dingen. Was wäre mein Ziel? Mein Ziel wäre es einfach, eine klare Strategie in dem kulturellen Bereich hier zu definieren für die Stadt, eben wo wollen wir hin. Es gibt einige Kommunen, die haben sich sowas Ähnliches wie einen Kulturentwicklungsplan auferlegt, den sie abarbeiten, wo genau definiert ist, wohin will ich. Und für mich bedeutet Kultur auch ein Standortfaktor. Es ist einfach, wie lebenswert, wie liebenswert ist meine Stadt, macht auch eine Stadt attraktiv für seine eigenen Bürger und natürlich auch für denjenigen, der sich hier entscheidet zu leben. Es ist, wie auch in einer Wirtschaft, auch ein entscheidender Punkt, sich für seine Stadt oder für diese Stadt zu entscheiden. Mhm. Gut. Ingo. Tja. Wir haben in den letzten 3 Jahren Kultur in Neustadt verändert. Wir haben sie jünger gemacht, wir haben sie innovativer gemacht. Jünger gemacht sage ich nur querfeldein, unser Programm für junge Kultur in Neustadt an der Weinstraße mit dem letztjährigen großen Herrenhoffestival, mit neuen Veranstaltungen und Veranstaltungsformen und nächstes Jahr dann in Kooperation mit dem Hammerer Schloss im September als großen Event, der so geplant auch national wirken wird. Wir haben Kultur an neue Stätten geführt. Wir bespielen die Villa Böhm und machen sie zur Kulturvilla. Wir bespielen die Wallgasse und erzeugen dort ein neues Gefühl von Kultur, Freiluft, Wasser im städtischen Bereich. Wir haben im Kulturausschuss, nachdem wir mit 120 Künstlerinnen und Künstlern diskutiert haben, festgelegt, wo Kultur in den nächsten 5 Jahren ihre Schwerpunkte in Neustadt an der Weinstraße haben wird. Das war ein breit angelegter Prozess, erstmalig in der Form, das heißt, wir wissen, wo Kultur hingeht. Und ich denke, was jetzt ganz, ganz entscheidend ist, wir müssen mal diskutieren, wie wir das, was an privater Initiative da ist, noch stärker fördern können und wie wir möglicherweise, weil die Bäume werden nicht wachsen, die Mittel werden nicht wesentlich mehr werden, aus dem etablierten Betrieb Mittel freikriegen, um sie anderen Verwendungen zuzuführen. Also es gibt viel zu diskutieren, wir müssen es nur anpacken. Mhm. Gut, Marc? Also ich werde mich jetzt mal nicht an der Diskussion beteiligen, ob wir tatsächlich Kultur erst seit 3 Jahren hier in Neustadt erfolgreich weiterentwickeln. Das lasse ich einfach mal so stehen und denke, da kann man sich dann seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich würde mal lieber in die Zukunft schauen und in der Tat müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Spielräume für die Kulturarbeit enger werden. Wir kommen ja nachher noch drauf, aber es ist klar, dass die sehr restriktiven Vorgaben, die uns die Aufsichtsbehörden mittlerweile machen im Kulturbereich, uns wahrscheinlich dazu zwingen werden, was die Kulturförderung angeht, etwas sparsamer handeln zu müssen. Da könnte man eine eigene abendfüllende Veranstaltung dazu machen.
Ich möchte mich dem Pascal aber deshalb auch anschließen, weil ich glaube, dass die Spielräume enger werden, ist es wichtig, dass wir mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, noch zielgerichteter und besser umgehen. Und deshalb halte ich es auch für richtig, dass wir ein solches Kulturentwicklungskonzept oder ein Leitbild für die Kultur in Neustadt entwickeln. Und ich glaube nicht, auch wenn die Versuche in der jüngeren Vergangenheit da durchaus redlich waren, dass wir das schon geschafft haben. Das hat man auch daran gesehen, Ingo, dass die Reaktionen auf die ein oder andere Einschätzung von Kultureinrichtungen und kulturellen Angeboten, die durch diese Workshops vorgenommen wurden, auch bei den Akteuren gar nicht so sehr auf Begeisterung gestoßen sind, sondern dass es da durchaus großes Diskussionsbedürfnis gibt über die Wertigkeit auch einzelner Angebote. Wir sollten das nochmal auf professionellere Füße stellen, meiner Meinung nach. Und müssen dann, finde ich, auch sehr klar definieren, was wir unter Kultur verstehen. Denn für den Begriff gibt es ja leider keine allgemein akzeptierte Definition. Jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter. Ich denke, wenn wir über Weinkultur reden oder was da auch dann in dem Workshop ja auch angesprochen wurde, das Thema Wald, da, glaube ich, begeben wir uns auf ein gefährliches Terrain, wenn wir gleichzeitig eben die wenigen Ressourcen, die wir haben, für die schönen Künste und die Förderung der schönen Künste in dieser Stadt ja verwenden wollen. Wir müssen also uns viel klarer machen, wo wir hinwollen, wie wir die Ressourcen, die wir haben, zielgerichtet einsetzen. Und deshalb macht es schon Sinn, auch professionell in diese Richtung zu denken, wie der Pascal das auch schon vorgeschlagen hat. Ja, danke. Jetzt geben wir euch die Möglichkeit, in einen kleinen Schlagabtausch zu treten. Der Ingo hat sich gleich das Mikro genommen. Ja. Er hat die Gelegenheit, was zu sagen. Ja. Also das, was ich jetzt gerade höre, finde ich ganz spannend. Da sitzen Leute, die mit uns Kultur in der Stadtverwaltung machen, zusammen und machen sich Gedanken. Dann wird der Kulturausschuss zu einem Workshop eingeladen. Dann wird nochmal im Kulturausschuss alles vorgestellt, diskutiert und verabschiedet. Und dann kommt jemand und sagt, das ist für die Mülltonne. Marc, das ist nicht fair. So kann man mit Diskussionen im politischen Bereich nicht umgehen. Es war der breiteste Diskussionsprozess, den es je im Kulturausschuss gegeben hat. Es haben sich viele Leute eingebracht. Und zu sagen, wir brauchen jetzt professionelle Hilfe, sorry. Das ist zu einfach. Ganz einfaches Beispiel, warum die Ergebnisse dieses Workshops letztendlich, und das haben wir auch im Kulturausschuss in der Sitzung, in der wir leider sehr, sehr wenig Zeit hatten, um darüber zu sprechen, Ingo, weil du das sehr knapp definiert hattest. Ja, dann kam ein zusätzlicher Termin, den du dann in dieser Sitzung kurzfristig benannt hast. Ich konnte zum Beispiel an dieser Sitzung, dieser kurzfristig anberaubten Sitzung, dann nicht teilnehmen. Aber da konnte man dann zum Beispiel sehen, dass da Kulturangebote eingruppiert wurden nach lokaler Bedeutsamkeit, regionaler und überregionaler Bedeutsamkeit. Und da sind aus meiner Sicht schon Fehler passiert, indem bestimmte Angebote beispielsweise nur mit lokaler Strahlkraft eingeordnet wurden, wie zum Beispiel unsere Meisterkurse, oder mit einer lokalen bis regionalen Strahlkraft, wie zum Beispiel das Hambacher Musikfest. Und da gab es natürlich, ja, also du hast ja den Brief vom Herrn Schmidt bekommen, der seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass man also das Hambacher Musikfest und die, eben gerade die Strahlkraft dieser Veranstaltung hier nicht ausreichend gewürdigt hat. Und wir haben auch das Problem, dass wir uns selbst, darauf habe ich dich in dieser Sitzung hingewiesen, Schwierigkeiten machen, wenn wir bestimmte Angebote nur als lokal bedeutsam einschätzen, gleichzeitig aber Landesmittel dafür beantragen wollen, wie zum Beispiel KKP-Mittel, die eben nur dann fließen, wenn diese Angebote auch tatsächlich überregional bedeutsam sind. Da habe ich auf bestimmte Probleme hingewiesen. Ich will nicht kritisieren den Prozess, der da in Gang gesetzt wurde, das fand ich gut, auch diesen Diskussionsprozess so anzulegen, finde ich gut, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis im Moment tatsächlich standhält einer Überprüfung, wie wir die Kultur in Neustadt in Zukunft entwickeln wollen. Und deshalb schlage ich schon vor, dass wir das nochmal auf einer anderen Ebene auch mit professioneller Begleitung diskutieren. Okay, jetzt muss der Pascal auch noch die Gelegenheit haben, was dazu zu sagen. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, den Prozess in diesen Workshops fand ich auch okay. Nur,
wir dürfen nicht bei diesen Ergebnissen hängen bleiben, weil es sind einfach hier noch Dinge weiterzuentwickeln und da schließe ich mich auch meinem Vorredner an. Wir müssen hier wirklich dann mal die Marschroute ausloben. Wo wollen wir hin? Wo will diese Stadt insgesamt mit ihrer Kultur hin? Das ist ja genauso die Diskussion, die auch nie richtig zu Ende geführt wurde in der Stadt. Was ist Jugendkultur? Was ist Erwachsenenkultur? Das bleibt, es wird immer was angerissen. Dann versandet es wieder irgendwo. Das ist also immer sehr bedauerlich und ich denke, wir haben jetzt zwar eine Basis, aber diese Basis muss auch weitergeführt werden. Und auch bitte bei Kultur nicht immer nur die Überregionalität sehen, die Strahlkraft. Es sind auch viele kleine Vereine, deren Arbeit unwahrscheinlich wichtig ist in dieser Stadt, die man dabei aber nicht durch den Rost fallen lassen darf. Das ist ganz wichtig. Okay, gut. Wie stellt sich das, diese Diskussion für dich mit dem Blick von außen dar, David? Sehr erfreulich. Ich finde es toll, wie intensiv hier über Kultur gesprochen wird. Das gibt es nicht so oft. Und man kann den drei Kandidaten jetzt schon abnehmen, dass da kulturentwicklungstechnisch noch einiges passieren wird. Das ist doch schon mal ein erstes Statement heute Abend. Mhm. Auch hier wieder. Ne? Ich war in dem Prozess nicht beteiligt, aber ich finde das toll, dass da so viel Engagement drinsteckt. Auch wieder Herr Bender oder Pascal hat das eben richtig gesagt, man muss eben bedenken, was Kultur ganzheitlich für eine Stadt bewirken kann. Und es sind eben drei verschiedene Perspektiven. Das ist einmal diese, sagen wir mal, ästhetische, inhaltliche Perspektive, l'art pour l'art, also wir fördern das Schöne. Zum Zweiten ist es eben dieses sozialpolitische, gesellschafts-, also bildungspolitische Aspekt, ja, der ganz wichtig ist bei einer ganzheitlichen Kulturförderung. Und das Dritte eben auch die ökonomische Perspektive. Ja. Ich meine, das darf man nicht vergessen, was eine funktionierende Kulturstadt, Neustadt auch bewirken kann an sogenannten Umwegrentabilitäten, das, was Kultur in die Stadt bringen kann, was es bedeutet, wenn hier junge, kreative Startups konsequent gefördert werden. Das sind alles verschiedene Ansätze und egal welcher Weg hier der richtige ist, dass Kulturentwicklung diese drei Aspekte mitdenken muss, davon bin ich überzeugt. Mhm. Gut, danke nochmal für diese Einschätzung von außen und auch ganz klar diese Felder zu beschreiben nochmal, was man mit Kunst und Kultur erreichen kann. Das finde ich auch als jemand, der im Kulturbereich aktiv ist, beruhigend, dass das hier in Neustadt so ernst genommen wird, denn mit Kunst und Kultur kann man viel erreichen in einer Stadt. Das braucht man diesen Kandidaten offenbar nicht zu sagen. Ich will auch mal einen kleinen Konsens herstellen, weil ich habe gemerkt, eigentlich sind alle einer Meinung, wir müssen an einer Strategie arbeiten, wir müssen uns darüber ernsthaft Gedanken machen, wohin die Reise geht mit Kultur, wir müssen Ziele definieren. Ja? Und das ist wichtig, denn das passiert nicht in jeder Stadt. Da haben Sie, das darf man glaube ich sagen, drei ganz gute Kandidaten. Ja? Vielleicht darf ich hier noch ganz kurz einen kleinen Einwurf machen. Ich glaube, am Ende ist es wirklich auch ein Ausdruck eines politischen Willens, wie du sozusagen Kultur auch einsetzen willst. Ich kann das jetzt natürlich ganz subjektiv eingefärbt nur aus meiner Heimat Worms berichten, da haben wir das Glück und das würde ich bei jedem Oberbürgermeister jeglicher Couleur sagen, dass wir einen Oberbürgermeister haben, der sich ganz ausdrücklich zur Kultur der sich damit ja committed, ja, das, mir fiel kein deutsches Wort ein, danke, der sich ganz klar dazu bekennt und dementsprechend auch diese Schwerpunkte innerhalb der Stadt, sei es Jazz and Joy, was mich betrifft, oder die Nibelungenfestspiele und viele andere Dinge, ganz klar in den Mittelpunkt des eigenen Handelns stellt. Ja. Und eben nicht nur, weil es irgendwie hier um Leuchtturmprojekte geht, das ist auch wichtig, ja, sondern weil auch das mitgedacht wird, was das alles für diese Stadt und für die Bürger an Selbstverständnis bedeutet. Und wir könnten jetzt noch vielerlei Ausführungen machen, was das bedeutet, mit Kultur im Bereich der Integration, der Teilhabe zu arbeiten und so weiter und so fort. Das würde jetzt auch den Abend sprengen. Ja, Marc, bitte. Ich würde nochmal klarstellen, was wir für dieses Konzept in Zukunft brauchen. Das ist eine klare Antwort auf die Frage, für wen bietet die Stadt ein Kulturangebot? Wie viel ist sie bereit, dafür auszugeben? Und wir müssen
vor allen Dingen das Ganze auch mit dem Stadtrat auf den Weg bringen. Das hat man jetzt bei dem Workshop-Ergebnis ja auch nicht, denn es wird eben um Geld gehen und auch die Frage, wie viel Geld ist auch bereit, ein Stadtrat in Zukunft auszugeben. Deswegen muss ein solches Konzept im Stadtrat auch diskutiert und dort beschlossen werden. Und es muss vor allen Dingen sich eben, das hatte ich vorhin auch schon mal angedeutet, auf eine Ressourcenknappheit einstellen, sich konzentrieren. Wir haben sehr viele Doppelangebote im Moment, auch wo wir zum Beispiel manchmal auch als Stadt dazu neigen, auch freien Trägern eine gewisse Konkurrenz zu machen. Diese Felder müssen ausgelotet werden. Das ist sicher in Zukunft auch nicht mehr sinnvoll. Und wir müssen einfach uns darauf verständigen, wie viel Geld wo an welcher Stelle in Zukunft noch ausgegeben werden kann. Ingo? Marc, ich freue mich, dass du damit den von mir und uns eingeschlagenen Weg mitträgst. Trage ich mit. Den hätte man schon vor 5 oder 6 oder 8 Jahren machen können, Marc. Und genau das ist doch die Problemlage. Wir müssen heute Konzepte entwickeln, die es halt in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Und ich finde es schön, dass wir gemeinsam wissen, dass wir sie dringend brauchen. Ein paar Jahre früher wäre mir angenehmer gewesen. Aber eine Replik darauf, ich freue mich, Ingo, dass du seit 3 Jahren tatsächlich, wie vorhin dargestellt, deine Leidenschaft für die Kultur entwickelt hast. Das ist für mich auch tatsächlich glaubwürdig. Du warst in den Jahren davor einer meiner schärfsten Kritiker im Stadtvorstand, was die Kulturarbeit oder Mehrausgaben für die Kultur angeht. Ich war froh, dass wir in den 5 Jahren davor nicht nur das Angebot gut aufrechterhalten konnten, sondern das auch entsprechend erweitern konnten. Aber du hast recht, was eine konzeptionelle Arbeit anging, das will ich auch nicht bestreiten, kam das vielleicht auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kulturdezernent zu kurz. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir einen hauptamtlichen Kulturdezernenten haben, der sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren kann. Und noch besser wird es, wenn es dann in Zukunft noch einen zweiten Fürsprecher für die Kultur im Stadtvorstand gibt. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn dann ein Oberbürgermeister dich noch verstärkt im Stadtvorstand mit deinem Werben für die Kultur, der das entsprechend ergänzen kann. Das ist der Standard, wie sie das immer macht an der Stelle, deswegen. Aber er scheint doch gut anzukommen. Und war nicht schlecht, die Wolte, muss ich sagen, war ganz cool. Da ist ein bisschen Zündstoff drin, ihr seid ja mitten im Wahlkampf und wisst ihr was, ihr Neustadter, das ist richtig gut, dass die auch ein bisschen miteinander streiten, denn Demokratie heißt ja nicht haia pupaia, sich gegenseitig streicheln, sondern das heißt in die Auseinandersetzung gehen und richtig auch mal mit harten Bandagen kämpfen, das passiert hier, finde ich wirklich gut, das gefällt mir. Pascal, jetzt kommst du. Mal schauen, was du sagst. Da müsste ich beiden jetzt widersprechen auf eine gewisse Art und sagen, egal wer, ich habe immer vermisst, dass es eine klare Strategie gibt. Ihr habt beide interessante Konzepte angefangen. Ich habe dir, Marc, zum Beispiel einmal auch gesagt, überanstrenge mir bitte nicht das Ehrenamt bei einer Großveranstaltung, weil ich dort selbst involviert war. Also wir müssen uns wirklich klar sein in Zukunft, was wir wollen. Und wie gesagt, es waren alles in der Vergangenheit immer mal wieder schöne i-Tüpfel, da gab es das Kulturfest, da gab es den Querfeldein und dann die ganze Geschichte unterm Bach, aber es ist für mich alles noch so ein bisschen dahingezettelt. Es muss einfach, die Richtung fehlt mir einfach, was wollen wir? Das hatte vorhin ja angedeutet, Jugendkultur, Erwachsenenkultur, wie stellen wir uns dazu? Was verstehe ich unter diesen Begriffen? Da sind wir uns ja auch noch nicht mal so richtig einig. Dann wird immer wieder gefragt, ja, wir müssen was für die Jugend tun. Da haben wir uns auch noch nie klar darüber definiert. Also deswegen sage ich mir, der Workshop war der erste Beginn, aber wir dürfen hier drüber nicht, sag ich jetzt mal, wieder einschlafen, sondern es muss wirklich dabei geblieben werden und muss durchgezogen werden. Okay, jetzt spiele ich mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Und zwar, was ich doch interessant finde, ihr seid euch in einem Punkt einig, wir müssen eine Strategie entwickeln, klar, finde ich sehr gut, es werden die Fragen gestellt, für wen machen wir eigentlich die Kultur, wie viel Geld geben wir wofür aus, alles coole Fragen, hoffentlich stellt ihr euch denen dann auch nach dem Tag der Wahl, wunderbar, ihr werdet sehen, aber jetzt gibt es zum jetzigen Zeitpunkt von euch auch mal dezidierte Positionen, wo ihr jetzt schon sagt, dafür stehe ich. Ich würde gerne diesen Schwerpunkt setzen oder jenen Schwerpunkt setzen und würde sagen, du hast von Doppelangeboten gesprochen, dieses Doppelangebot muss vielleicht raus oder so. Wo liegen da eure Schwerpunkte zum jetzigen Zeitpunkt vor der Wahl, damit diese Leute, die euch ja die Stimme geben sollen, auch eine Chance haben zu sagen, dafür steht der, dafür steht der. Fangen wir mal an mit dir, Pascal, jetzt. Ja gut, das mit den Doppelangeboten kann ich nur unterstreichen. Wir dürfen nicht hergehen, dass
jetzt sage ich mal, die Kulturabteilung Dinge anbietet über Dritte außerhalb der Stadt und dadurch vielleicht der Eindruck entsteht für die örtlichen Anbieter, sprich die Vereine, die Freien, dass sie irgendwo vielleicht hier Gelder auch an ihnen vorbeifließen und man sich dann nur in diesen schönen Veranstaltungen vielleicht vermeintlich sonnt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich komme halt nun mal aus der Vereinsschiene. Ich bin lange Jahre dort Vorsitzender einer Schauspielgruppe und weiß, mit welchen Problemen ein Verein kämpft, um überhaupt seine Projekte und seine Dinge durchzuspielen. Wir haben jetzt das Glück, dass es uns noch sehr gut geht. Ich weiß aber von anderen Vereinen, die da schon gewaltig kämpfen. Und das ist für mich ein Schwerpunkt meiner Arbeit, die ich machen will, weil ich da wirklich das sehe. Das ist das, was auch diese Stadt lebendig macht, was die Integration dieser Stadt ist, wo die Leute eben miteinander etwas zu Wege bringen. Wobei ich auf der anderen Seite nicht diese externen Themen komplett ausblenden will. Nur für mich steht erst einmal, ich sage es jetzt mal, wenn ich es jetzt wie ein Amerikaner mal gesagt hat, würde ich sagen, Neustadt first again oder make it as a first. Ja? Aber ich will mich dem nicht verschließen. Das darf also jetzt nicht den Eindruck erwecken. Nur gesagt, weil sie damit oder weil du gefragt hast, für mich ist erstmal natürlich hier vor Ort das Entscheidende. Wie kann ich es aber auch so machen, dass es vielleicht interessant wird nach außen hin, dass ich mich als Stadt präsentiere in meiner Außenwirkung? Was kann diese Stadt leisten, auch im kulturellen Bereich? Mhm. Ingo? Gut, ein paar klare Ansagen. Erstens, die Förderung junger Kultur wird bei mir Nummer eins weiterhin sein. Das heißt, wir werden überlegen müssen, und das wird eine harte, schwierige Diskussion, wie wir Mittel, die möglicherweise in den etablierten Kulturbetrieb heute fließen und zum Teil riesige Subventionen bedeuten, wenn ich mir Kulturveranstaltungen im Saalbau angucke, die zum Teil mit 70% der Kosten subventioniert werden, dann kann ich mir nicht erklären, warum beispielsweise Vereine wie Wespe, Reblaus und andere, kaum haben sie mal ein Konzert oder eine Veranstaltung gemacht, die ins Minus geht, kurz vor dem Konkurs stehen. Das ist keine Antwort auf die Frage, wie kriegen wir ein breites Kulturangebot hin. Zweitens, ich glaube, wir brauchen eine kulturelle Ausrichtung in Bezug auf die Hamburger Tradition und in Bezug auf unser, und ich sage jetzt mal bewusst, unser Hamburger Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir dieses Hamburger Schloss, was wirklich neben dem Wein der einzige Faktor ist, der nationale, wenn nicht sogar internationale Bedeutung hat, dass wir dieses nicht offensiv aufnehmen und vermarkten. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam mit der Stiftung und mit der Metropolregion, ich habe es vorhin schon angedeutet, genau an diesem Thema fürs nächste Jahr arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass die AfD da oben eine Veranstaltung macht, die Gedanken sind freisinkt und dann lassen wir alles so stehen. Dritter Punkt, wir brauchen tatsächlich nochmal auch stärkere Unterstützung für Vereine. Ich habe am Samstag mit einem Verein geredet, der hat ein Fest gemacht, da hat er 9 verschiedene Genehmigungen von 9 unterschiedlichen Stellen gebraucht. Das kann jeder, der Kultur in Neustadt macht, in ähnlicher Art und Weise bestätigen und auch das muss der Vergangenheit angehören. Also 3 ganz klare Punkte, es gibt viel mehr zu sagen, aber die sind mir besonders wichtig. Okay, vielen Dank für die klaren Statements. Marc? Also ich möchte auch für die Veranstaltungen im Saalbau Lanze brechen. Denn was die Stadt hier leistet, ist ja ein Kulturangebot zu schaffen, das nicht ohne weiteres sozusagen ansonsten in der Stadt verwirklicht werden kann. Wir haben mit dem Saalbau die größte Spielstätte, die natürlich auch aufgrund dieser Kapazität es überhaupt erst möglich macht, bestimmte Künstler in den Saalbau zu holen. Kulturförderung und Förderung, ich sage es nochmal, für mich der schönen Künste, bedeutet nicht nur, dass wir unsere Vereine unterstützen und die Kulturschaffenden hier in der Stadt, sondern ich glaube, dass es für eine fruchtbare Kulturlandschaft auch wichtig ist, dass wir Kunst von außen nach Neustadt holen. So wie wir das jetzt zum Beispiel mit dem Künstlersymposium zum 4. Mal tun. Das hat sich übrigens hervorragend auch weiterentwickelt. Lieber Wolfgang Dinges, muss ich dir ein ganz großes Kompliment machen. Und das ist aber im Prinzip natürlich auch der Ansatz im Saalbau. Das heißt, bring
Kultur bringt Kunstangebote nach Neustadt, die eben ansonsten hier in kleineren Häusern, auf kleineren Bühnen nicht zu zeigen wären. Das ist auch für unsere Kulturschaffenden gut, weil es auch Impulse von außen mit sich bringt und weil es natürlich auch das Image unserer Stadt als Kulturstadt auch fördert. Ich glaube auch, dass es, das sieht man ja auch an den Zahlen, dass es auch nachgefragt wird. Die Leute wollen, dass es in Neustadt ein solches Angebot gibt, deswegen würde ich das ungern gegeneinander ausspielen. Ich glaube, dass wir sehr wohl, wenn wir uns ein bisschen stärker darauf konzentrieren, was wir wollen, dort gar keine Abstriche machen müssen. Ich nenne aber auch mal noch ein Beispiel, wo uns das noch nicht so gut gelingt. Oft auch in der Abgrenzung zur TKS zum Beispiel, ja, wo wir ja auch jetzt auch als Ergebnis des Workshops, ist ja auch so ausgesagt worden, Kulturveranstaltungen anbieten. Weinfeste sind dort als Kulturveranstaltung deklariert worden. Der Wald soll entsprechend einbezogen werden. Das ist natürlich ein Feld, in dem die TKS im kommerziellen Bereich tätig ist, im Bereich des Marketings für die Stadt. Und wir bewegen uns immer wieder dort auch in Schnittmengen zur Kulturabteilung, wo es, glaube ich, an der Zeit ist, dass wir da mal Ordnung schaffen durch eine klare Zielsetzung. Und dann werden wir auch, glaube ich, die Spielräume haben, um sowohl der eigenen Kulturszene gerecht zu werden, als auch den für mich wichtigen Anspruch, Kultur von außen zur Befruchtung der eigenen Kulturszene nach Neustadt zu holen. Okay. Ja, wer applaudieren will, der applaudiert, das ist klar. Sie merken, es ergibt sich so ein Bild, also ein bisschen einen Eindruck habe ich jetzt auch gewonnen von dem, was die Kandidaten wollen, bevor sie vielleicht in einen solchen Strategieprozess eintreten. David, jetzt bist du mal wieder gefragt. Wie stellt sich dies für dich dar? Für mich ergibt sich gerade so der Anschein, dass vielleicht sogar darüber nachgedacht werden könnte, auch übergreifend zu denken, also auch ressortübergreifend zu denken im Sinne von, vielleicht ist eine Kulturentwicklungsplanung nur Teil einer, ich sage jetzt mal, Kultur- und Tourismusentwicklungsplanung oder eine Kultur-, Tourismus- und Stadtplanungsstrategie. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass da einige Punkte noch nicht ausdiskutiert sind. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder eine Binse anwenden und sagen, ja, Kultur steht natürlich auch für Wandel und Kultur muss immer wieder neu moderiert werden, neu gedacht werden. Also was ich jetzt nicht tun werde, ist jetzt die Position der Kandidaten zu bewerten. Das können Sie. Das ist auch nicht verlangt. Nicht von mir. Das ist nicht verlangt. Das ist nicht verlangt. Aber du hast ja nochmal was aufgezeigt. Du hast gesagt, Kunst und Kultur eigentlich als Teil der Stadtentwicklung zu sehen und da keine Trennungen herbeizuführen, sondern Kunst und Kultur bis zum gewissen Maß, Entschuldigung für das Wort, auch zu instrumentalisieren für die Stadtentwicklung. Ja. Denn da kann Kunst und Kultur einen wichtigen Beitrag leisten. Ich Pascal? Glaub, wenn du mich noch eines kurz Entschuldigung, fertig, David darf noch? Ja? Okay. Jetzt ist natürlich aber auch ganz wichtiger Bestandteil einfach zuallererst diese, das fand ich eben auch einen ganz schon interessanten Punkt, auch wirklich die Potenziale zu identifizieren, die es nun mal gibt. Ja. Ich habe das eingangs schon mal erwähnt und würde das auch nochmal betonen. Ich glaube, Kulturförderung muss weg von der Gießkanne. Man muss irgendwie gezielt fördern, ohne dass irgendwie Leute vergessen werden. Ja. Aber man kann durchaus profilieren. Und ich glaube, dass das einfach eine Chance ist. Und die kann, glaube ich, hier in Neustadt noch weiter gedacht werden. Aha. Das elektrisiert mich geradezu, wenn einer den Mut hat zu sagen, endlich mal weg von der Gießkanne, sondern klar Schwerpunkte zu setzen. Nicht allen alles zu versprechen, sondern klar Schwerpunkte zu setzen in der Kulturarbeit. Dann haben jetzt alle drei genickt, das finde ich spannend. Das brauchen, glaube ich, unsere Kommunen, sonst werden sie vor den Herausforderungen der Zukunft kapitulieren müssen. Klare Schwerpunkte setzen, nicht mit der Gießkanne vorgehen. Pascal, du wolltest zum Mikrofon greifen, tu's. Ja, nochmal das Thema Kultur ist auch Stadtentwicklung, das kann ich also nur voll unterstreichen. Mannheim macht es ja vor. Mannheim hat ja eine Gesellschaft aus der, oder erhebt sie, oder hat sie sie schon aus der Taufe gehoben und bekennt sich ja auch klar dazu, dass auch eben Kultur dort Stadtteilsentwicklung ist und ein Voranbringen. Deswegen kann ich das nur voll unterstützen und wie gesagt, auch aufgrund der engen Kassen dürfen wir natürlich nicht alles aussteuern. Wir müssen uns der Diskussion stellen, welche Kulturfelder sind für uns wichtig,
die wir vorrangig bedienen wollen. Aber dann müssen wir halt auch die Diskussion führen, was ich vorhin hatte, welche Art von Kultur wollen wir, wo will die Stadt sich wieder hinbringen. Da sind wir dann wieder bei dem, wo wir am Anfang waren, eben der Entwicklungsplan, die Urstrategie. Okay, jetzt hat der Ingo nochmal den Finger gehoben. Es ist ja schön zu sagen, wir brauchen die auswärtige Kultur, damit sie uns befruchtet. Jetzt sage ich was Provokantes und einige werden mich dafür schlagen, aber es ist mir egal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich als städtisches Kulturprogramm den Kurschattenmann brauche, mit Busse Steger und ähnlichen Damen und Herren der 70er und 80er Jahre, und dafür möglicherweise, was für mich viel wichtiger wäre, ein Schülertheaterfestival in der Stadt nicht machen kann, weil wir die Geldmittel fehlen. Also wir sollten uns bitte vor einem hüten. Wir sollten nicht glauben, dass wir nicht eine Verteilungsdiskussion bekommen werden. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen verändern, wir wollen Neues, wir wollen anderes, dann müssen wir gleichzeitig die Frage beantworten, wo nehmen wir denn die Gelder her, wenn es keine zusätzlichen mehr gibt. Und diese Diskussion, meine Damen und Herren, ist bislang in Neustadt noch nie geführt worden. Es ist nie dargestellt worden sauber, was welche Veranstaltung an Zuschüssen bekommt, in welchen Bereichen beispielsweise 500.000 Euro pro Jahr aus den 2 Millionen in etwa reinfließen und was beispielsweise unsere ganzen ehrenamtlichen Vereine, die zum Teil ein hervorragendes Programm mit eigenen Kräften auf die Beine stellen und mit eigenem Risiko, auch inklusive Konkursrisiko, was die bekommen. Ich glaube, die Diskussion werden wir führen und selbst wenn wir sie jetzt heute in der Tiefe nicht führen werden, es wird die Diskussion in der nächsten Zeit und in den nächsten Wochen und Jahren sein, weil anders kriegen wir keine Bewegung in der Kulturlandschaft hin. Wer meint, alles so zu lassen, weil es so schön ist, wie es war, muss eingestehen, dass er nichts mehr verändern kann. Okay. Darf ich einen kleinen Einruf nur machen? Ja. Verteilung heißt nicht gleich Kürzung. Umverteilung genau. Heißt nicht gleich Kürzung. Ja, also, ja vielen okay. Dank. Das ist eine schöne Überleitung. Und ich halte auch eben diese Diskussion und dieses jetzt auch gegeneinander Ausspielen von städtischem Kulturprogramm und ehrenamtlichem Angebot für nicht zielführend. Ein Beispiel wurde jetzt genannt, das ist ein Beispiel aus der Reihe Leichte Muse. Wo wir jetzt noch drei Theaterveranstaltungen und eine Operette anbieten. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob man das so beibehalten möchte oder nicht. Aber dazu gehören 12 Veranstaltungen aus dem Bereich Theater und aus dem Bereich Musik, die durchweg hochkarätig sind, wo wir große Orchester nach Neustadt holen, die hier spielen und wo wir eben im Theater vielleicht nicht den Schattenmann, aber wo wir Don Carlos oder Faust nach Neustadt holen, wo wir viele Schüler im Saalbau haben, die eben auch hier auch ein großes Theater erleben können, wo die Leute eben nicht, wie wir das ja auch immer beklagen, nur nach Mannheim fahren müssen oder dann nach Kaiserslautern fahren müssen. Und man sagt ja, auch solche Angebote gibt es in Neustadt dann mittlerweile auch nicht mehr. Also ich möchte gerne zuerst tatsächlich die Diskussion über diese Zielsetzung führen, bevor wir uns jetzt im Klein-Klein drüber unterhalten, welche Theaterveranstaltung wir vielleicht in Zukunft nicht mehr brauchen. Das ist mir ein bisschen zu pauschal. Pascal? Bei dieser ganzen Finanzdiskussion gefällt mir eines nicht. Wir reden schon wieder von Kürzungen, obwohl wir noch nicht einmal wissen, ob sie kommen. Wir reden von Veränderungen, aber es ist trotzdem, also wenn man es mal genau betrachtet, reden wir dann doch von einer verkappten Kürzung irgendwann. Pascal, das ist deine Meinung, es ist jetzt einfach meine Ansicht. Wir sollten uns einfach auch mal den Mut haben, dann zu sagen, wie er vorhin so schön gesagt hat oder das zitiert hat in der Verfassung, dass eben Kultur ein Gut ist, das jedem zur Verfügung steht. Und dann würde ich halt auch mal als Stadt, als Politiker halt dann auch mal, wenn wirklich irgendwann die Diskussion hochkommt seitens einer Landesbehörde, wie ja in Nachbarkommunen hier schon geschehen ist, einfach auch mal das Kreuz grad machen und nicht immer gleich schon in vorauseilendem Gehorsam dem hinterherrennen und sagen, so ist es, weil da muss man vielleicht auch mal insgesamt politischer werden, außerhalb der Stadt, auch mal versuchen, Bündnisse zu finden mit anderen Kommunen. Ingo, du lachst, es ist aber so. Es ist eine SPD-geführte Landesregierung, die das hat nicht,
Das hat ja, und wir reden hier von Neustadt. Wir reden von Neustadt, wir reden hier nicht von Mainz. Ich spreche hier heute für Neustadt und es ist meine Ansicht für diese Stadt und nicht das, was in Mainz passiert. Und grundsätzlich, wie gesagt, nochmal darauf zurückkommend, ich werde mich nicht einfach einem Spardiktat beugen, weil es für mich, wenn Kunst einfach eingespart wird, ein gesellschaftlicher Schaden entstehen kann, der meines Erachtens viel größer wirkt. Und die Einsparpotenziale in der Kultur sind in der Regel auf Sicht gesehen eher marginal. Mhm. Gut, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was er gesagt hat. Daran könnt ihr ihn messen, falls das wird. Er hat gesagt, sollte die kommunale Aufsichtsbehörde Kürzungsforderungen an die Gemeinde stellen im Bereich Kunst und Kultur, gilt ja immer noch als freiwillige Leistung. Da kommen wir in eine spannende Diskussion. Danke dafür. Da kommen wir nämlich jetzt zur Finanzierung. Und da sagt er ganz deutlich, da macht er den Rücken gerade und sagt, nicht mit mir, da werde ich dafür sorgen, dass wir uns diesem Spardiktat dann nicht beugen. So, wie sieht denn das bei euch aus? Marc, ich frage dich mal, wenn jetzt die kommunale Aufsichtsbehörde kommt und dann auch dich, Ingo, was werdet ihr tun? Gesetzt der Fall. Grundsätzlich hat Pascal recht. Wir tendieren in Neustadt, auch in anderen Bereichen, sehr früh dazu, im vorauseilenden Gehorsam vor der Kommunalaufsicht zu kapitulieren. Andere Städte tun das nicht. Die suchen dann halt auch eher mal die Auseinandersetzung und treten in Verhandlungen ein. Ich glaube auch, dass man das durchaus mal riskieren kann, wenn man gute Argumente hat, und dazu gehört dann, wenn man auch weiß, wie Landeszuschüsse beispielsweise vergeben werden, dass eben auch immer ein Spitzenangebot dabei sein muss. Das sind halt nun mal auch Kriterien, die das Land beispielsweise für seine Förderung auferlegt, wo wir ja schon auch die Möglichkeit haben, auch Töpfe anzuzapfen, wenn wir uns klug genug im Vorfeld aufstellen. Deswegen war ich auch mit diesen Workshop-Ergebnissen nicht so ganz zufrieden, weil ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, um an diese Töpfe heranzukommen. Wir müssen versuchen, die Kooperation zu suchen mit anderen Kommunen, beispielsweise beim Einkauf von Kulturangeboten. Da, glaube ich, gibt es noch große Spielräume, die wir noch nicht ausgenutzt haben. Städte wie Landau, Speyer und so weiter, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Mit denen könnten wir enger kooperieren. Das nächste ist der Bezirksverband Pfalz, der auch vor allen Dingen bei Kulturangeboten von pfalzweiter Bedeutung sehr wohl auch noch spendabel ist und auch über finanzielle Mittel verfügt, das ein oder andere mit zu schultern. Und da will ich mal ein Thema, das heute noch nicht zur Sprache kam, insbesondere ansprechen. Das wurde bislang versäumt, beispielsweise in Bezug auf den Herrenhof, dessen Zukunft ja immer noch nicht definitiv geklärt ist. Den Bezirksverband Pfalz als Kooperationspartner mit ins Boot zu nehmen. Wir haben diese Diskussion um den Herrenhof hier sehr lange verschleppt, war auch nicht Ingos Schuld, die Schuld liegt da woanders, das habe ich auch in meiner Amtszeit noch erlebt. Aber jetzt wird es dann auch nach der OB-Wahl Zeit, dass wir das endlich in trockene Tücher bringen und insbesondere auch zur Kenntnis nehmen, dass dieses so wichtige Kulturzentrum in dieser Stadt im Moment als quasi mittelständisches Unternehmen von einem Verein ehrenamtlich geführt wird, wo wir uns natürlich auch die Frage stellen müssen, ob das ein dauerhaftes Modell sein kann, ob das zukunftsfähig ist. Ich wage das zu bezweifeln. Die Stadt wird bald, nach meiner Vermutung, in die Pflicht kommen, dazu eine Aussage zu treffen, und die möchte ich jetzt hier beispielsweise auch ganz konkret treffen. Ich sehe die Stadt hier in der Verpflichtung, dieses einzigartige Projekt Herrenhof verantwortlich dann auch in die Zukunft zu tragen, mit dem, was dann an ehrenamtlichem Potenzial noch da ist. Die Leute werden sich natürlich auch weiterhin einbringen, aber wir werden hier mehr Hilfe leisten müssen als früher. Und da sehe ich zum Beispiel auch gute Chancen, das Land mit ins Boot zu nehmen, das auch in einer gewissen Verpflichtung, auch moralischen Verpflichtung gegenüber dem Herrenhof sich befindet. Aber man muss auch, Ingo, diese Gespräche führen. Und du weißt so gut wie ich, dass unser Kommunikationsverhalten sowohl in Richtung Bezirksverband als auch in Richtung Land mangelhaft ist. Und dass wir da wesentlich besser werden können, dann werden wir auch ernster genommen und dann bekommen wir auch mehr Unterstützung. Da bin ich zuversichtlich. Mhm, danke dafür. Ingo? Also Marc, wenn du sagst, unser Kommunikationsverhalten, dann meinst du weder dich noch mich, sondern da meinst du vielleicht andere Leute, über deren Kommunikationsverhalten ich heute gar nichts hier sagen will. Erste Aussage, als vorhin die Diskussion über die Finanzen und die Aufsichtsbehörde kam,
hat ein Mensch, der hier nämlich in der Stadt für die Finanzen zuständig ist, der Stadtkämmerer, nur gegrinst. Man mag sich doch bitte nicht die Illusion hingeben, dass wenn wir einen Haushalt einreichen in Trier bei der Kommunalaufsicht, dass die dann sagen, hossa, es ist ein schöner Haushalt da, wunderbar, wir machen Haken drum. Da wird jedes Mal, Marc, und das weißt du auch, gerungen und wir haben nur noch das Glück, dass wir derzeit unter den rheinland-pfälzischen Städten, kreisfreien Städten, noch am besten die Schuldensituation hergesehen dastehen, dass es noch nicht die Schraube gegeben hat, diese böse Schraube, die uns ein Stück weit Handlungsfreiheit raubt. Aber Marc, wenn du guckst, was in Speyer passiert, wenn du guckst, was in Landau passiert, wenn du guckst, was in allen anderen Kommunen passiert, werden wir uns mit der Forderung der ADD auseinandersetzen müssen, dass wir nämlich Geld in Zukunft sparen müssen. Und die ADD sagt uns nicht, meine Damen und Herren, macht das bitte im Kulturbereich. So blöd sind die nicht. Die sagen uns wie in Speyer, jetzt spart mal im Haushalt bei 6 Millionen Defizit, bei uns zurzeit in etwa immer pro Jahr 500.000 ein und dann werden wir eine spannende Diskussion kriegen, wo wir die dann einsparen, weil so viel Sparpotenzial gibt es gar nicht mehr und wenn ich keinen aufsichtsrechtlich genehmigten Haushalt habe, kann ich nichts ausgeben, kann ich nichts investieren, kann ich nichts mehr machen. Also eine Gefahr besteht, wir machen starke Ärm auf der einen Seite und werden dann möglicherweise wie ein Papiertiger am Ende enden, weil wir natürlich von der kommunalaufsichtlichen Kontrolle abhängig sind. Gleichwohl sage ich auch, es macht keinen Sinn, da sind wir uns wieder einig, vorauseilenden Gehorsam zu üben, sondern wir müssen hart diskutieren. Aber machen wir uns auch nichts vor, unsere Handlungsspielräume werden kleiner werden und wir werden dann halt auch diskutieren müssen, wo nehmen wir Geld weg, um letztendlich diesen Sparauflagen in irgendeiner Form Genüge zu tun. Wenn die kommen und sagen, wir sollen 500.000 einsparen und wir sagen einfach, machen wir nicht, dann ist das keine Lösung. Mhm. Okay, David, jetzt gucke ich dich nochmal an, weil es geht ja auch um diesen Themenkomplex Kultur als freiwillige Leistung einzuordnen. Ja? Und da gibt es ja auch eine Bewegung eigentlich in der Politik und in der Gesellschaft zu sagen, Leute, das geht gar nicht. Kultur ist nicht einfach nur eine freiwillige Leistung. Siehst du Möglichkeiten, zu einer Änderung zu kommen? Wenn ja, mit wem kann man sich zusammentun, um so eine Änderung zu erreichen? Ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff freiwillige Leistung überholt ist. Ich habe das Gefühl, dass der bei einer Vielzahl von verantwortlichen Personen, dass die Kultur als Pflichtaufgabe verstanden wird. Da wird natürlich noch ein Schreckgespenst gemalt. Bei der Kultur wird als erstes gespart. Ja klar, es ist einfach, da ranzugehen. Oder an die Sportförderung oder was es noch alles gibt. Klar. Aber ich kenne jetzt keinen Politiker, der der Kultur ihre Wertigkeit abspricht. Und jeder weiß, dass er sich da hart in den Wind stellen muss, wenn er an die Kultur ran will. Weil die Kulturakteure sind laut, wenn es darauf ankommt. Und natürlich gibt es Wege, aber auch hier gilt es, investieren, um am Ende Erfolg zu haben. Das heißt, ich bin Referent für Kultur in einer hessischen Großstadt, die unter dem Schutzschirm steht, mit über 1 Milliarde Euro Schulden. Da kann Neustadt sich, glaube ich, noch glücklich schätzen hier. Und natürlich haben wir da Fuß- und Handketten an, aber klar, Drittmittel sind eine Option, aber man muss sich aber auch ganz im Klaren sein, Drittmittel kommen nicht angeflogen. Wenn man Drittmittel akquirieren will, egal ob jetzt Fördertöpfe oder Sponsorengelder, dann braucht man jemanden, der sich drum kümmert. Und das ist im seltensten Fall der Oberbürgermeister, der dann natürlich sagt, wir kümmern uns um die Drittmittel. Und das ist leider dann wahrscheinlich auch nicht die relativ klein besetzte Kulturabteilung, so viel Enthusiasmus, wie da auch drin steckt. Ja, irgendwann mal kommt jeder an seine Grenzen. Und Sponsorenkonzepte zu entwickeln und die richtigen Partner für einzelne Veranstaltungen zu finden, ist komplex und braucht Zeit und Geduld. Wir haben in Worms für das Jazz and Joy Festival es geschafft, innerhalb von
3 Jahren unsere Sponsorengelder um 50% zu steigern. Da war aber die Grundvoraussetzung, dass es da Personen gab, die sich ausschließlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und noch was möchte ich da hinzufügen. Es wird schwer werden, wenn wir jetzt von Sponsoren aus der Privatwirtschaft sprechen, zu den Sponsoren zu gehen und zu sagen, wir brauchen Geld für unsere Kulturförderung, für die kulturtreibenden Vereine. Dann wird jeder aus der Privatwirtschaft sagen, Leute, das ist euer Job, da habe ich nichts mit zu tun. Ne? Bei der Privatwirtschaft geht es natürlich auch um einen Benefit für die Sponsoren. Ne? Mhm. Und da drehen wir uns im Kreis, da kommt es natürlich darauf an, dass es Dinge gibt, die man anbieten kann, womit man vielleicht Kosten reduzieren kann, die man dann wiederum verlagern kann in andere Dinge, die es wert sind und die man nicht so einfach auslagern kann. Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt es ja auch, dass man diese Sponsorengelder eher über konkrete Projekte bekommt, wie ein Festival oder ein Kunstprojekt. Logisch, stimmt so, sagt die Erfahrung. Wäre es dann aber nicht eine Möglichkeit, das auch als Idee für euch drei zu sagen, wir haben in der Stelle vielleicht in der Stadt eine Stelle, eine halbe Stelle, eine Stelle, ich weiß es nicht, eine ganze, die sich damit beschäftigt, bei Fördermaßnahmen zu helfen. Das heißt, zu beraten, die Festivals, die Projekte, die es gibt, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Der eine Punkt. Ja? So, der andere Punkt nochmal, worauf ich vorhin hinaus wollte, Kunst als Daseinsvorsorge zu definieren. Ist es nicht vielleicht doch sinnvoll, in diese Richtung nochmal zu denken und nicht einfach zu akzeptieren, dass es als eine freiwillige Leistung angesehen wird? Würdet ihr das als vergeudete Energie ansehen, sich da stark zu machen? Oder sagt ihr, doch, da könnte ich mir Bündnispartner auf Landesebene suchen, um dafür Stimmung zu machen? Also der Städtetag hat ja im September vorigen Jahres einen Brandbrief nach Mainz geschickt, um genau das einzufordern, dass eben die Kultur, die ja auch Verfassungsrang hat, wurde ja vorhin auch erwähnt in Rheinland-Pfalz, übrigens auch die kommunale Kulturförderung Verfassungsrang hat, dass man diese eben dann auch zur kommunalen Pflichtaufgabe erklärt, damit man auch die Kommunen entsprechend finanziell ausstattet, nach dem Konnexitätsprinzip eben dann auch eine Möglichkeit hat, das entsprechend auch zu refinanzieren, beziehungsweise dann auch nicht sich dem in der Form dem Genehmigungsvorbehalt der ADD vielleicht aussetzen muss, wie das bei einer freiwilligen Leistung der Fall ist. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Kommunen hier mehr auf den Putz hauen als bislang. Insbesondere in Rheinland-Pfalz ist das auch mehr als gerechtfertigt, denn es gibt ja kein anderes Bundesland, in dem die Kommunen finanziell so schlecht dastehen wie in Rheinland-Pfalz, obwohl man gleichzeitig sehr hehre Ziele formuliert, was die Kulturpolitik angeht. Das Land hat die Finanzierung für die professionellen, freien Kulturschaffenden in den letzten Jahren immer verstärkt. Ist auch eine schöne Sache. Die Kommunen hat man mit ihrer Aufgabe da doch im Regen stehen lassen. Und ja, da muss man auch solche dicken Bretter bohren, bin ich auch sehr dafür. Die Frage ist halt, wie schnell das Ganze dann möglicherweise auch von Erfolg gekrönt ist. Und wenn wir nicht warten wollen darauf, bis sich diese Finanzsituation verbessert hat, müssen wir selbst kreativ sein und müssen eben auch gerade diesen Weg des Sponsorings gehen. Das war ja auch in meiner Zeit als Kulturdezernent eigentlich die Hauptaufgabe. Ich habe in dieser Zeit nicht über mehr Mittel verfügt für die Kultur. Da hatte der Ingo dann im Nachhinein das bessere Händchen, um da finanziell sozusagen etwas mehr Spielräume beim OB rauszukitzeln. Das gelang mir dann nicht ganz so gut, da war ich nicht so erfolgreich. Ich musste also dann diese Mittel, mit denen wir gearbeitet haben, durch Sponsoring selbst beschaffen und weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch, ich habe da auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, dass es uns da an einem Konzept auch fehlt und dass wir sehr wohl auch da professionelle Unterstützung brauchen könnten. Und da sind wir wieder im Bereich der Schnittmenge zur TKS, denen geht es nämlich für ihre Veranstaltung genauso. Es würde sich schon lohnen, so jemanden in der Stadt zu haben, der eben solche Mittel akquirieren kann und der das nötige Know-how dazu mitbringt und die Zeit der Klinkenputzerei. Mhm. Aber es funktioniert schon, wenn man gute Projekte hat. Wir haben in Neustadt Firmen, die sehr wohl bereit sind, Kultur zu unterstützen. Und die muss man halt entsprechend erreichen. Gut. Pascal? Ja, die Position
die da angesprochen wurde für das Akquirieren von solchen Geldern. Auf jeden Fall kann man das nur unterstützen. Zu dem Thema der Länderfinanzierung auf die Kommune würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, würde sogar noch den Bund mit ins Boot holen. Ich weiß, dass wir uns da natürlich verfassungsrechtlich auf sehr dünnem Eis bewegen, das Kooperationsverbot, aber auch hier gibt es durchaus politische Strömungen, die darüber nachdenken, dass man das sogar bis hoch zum Bund durchsticht, um insgesamt die ganze Situation neu zu überdenken. Es gibt da ja auch Aufrufe vom Deutschen Kulturrat in die Richtung, und das sollte man keine Tabus kennen. Das, ich sage da immer, man muss vielleicht auch mal querdenken und dann mal drüber nachdenken, wie man da auch hinkommt. Es gab ja damals schon unter Gerhard Schröder den ersten Ansatz mit dem entsprechenden Staatsminister. Vielleicht kann man in die Richtung weiterarbeiten und das Ganze dann auch auf politisch bedeutendere Beine insgesamt stellen und das sich dann nach unten durchsickert auf die Kommune. Okay, Ingo. Ja, da ist viel Richtiges gesagt worden, lieber Marc. Ich habe mich über das zusätzliche Geld für die Kultur in der Tat gefreut. Trotzdem haben wir natürlich nicht es vernachlässigt, Sponsormittel für alle unsere Veranstaltungen einzuwerben. Und da ich die Zahlen auch von dir kenne, meine ich, wir sind mindestens genauso gut. Wir werden nicht an der einen oder anderen Stelle besser. Aber auch klar ist, das Potenzial an Sponsoren vor Ort ist ein Stück weit beschränkt. Das heißt, man ist immer bei denselben 10 Adressen, macht es nicht immer ganz einfach. Also Kultur auf Sponsoring aufzubauen, wird kein zukunftsfähiges Konzept sein. Nein, will ich nur sagen. Und klar ist auch, wir brauchen einen Verzicht auf dieses Thema freiwillige Leistungen. Weil es ist völlig willkürlich, was eine freiwillige Leistung ist und was nicht. Ich mache ein anderes Beispiel, was ganz offensichtlich ist. Ein Teilzeitplatz im Kita-Bereich ist eine gesetzliche Aufgabe. Wenn es ein Ganztagsplatz wäre, ist es eine freiwillige Leistung. Und dann kommt doch Kommunalaufsicht in der Tat auch in Rheinland-Pfalz auf die Idee und sagt, wir sollen dann in anderen Kommunen die Ganztagsplätze im Kita-Bereich abbauen. Also solche Blüten zeigt die Diskussion. Das heißt, wir müssen in der Tat uns klar und deutlich positionieren, was die Notwendigkeit von Kultur gerade im kommunalen Bereich angeht. Und wir werden, Marc, auch da bin ich dir sehr dankbar, dass du es deutlich positioniert hast, wir werden uns auch irgendwann sehr absehbar Gedanken machen müssen, da stimme ich dir auch zu, wie das mit dem Herrenhof weitergeht. Der Herrenhof ist eines der, wenn nicht das kulturelle Zentrum der Pfalz. Wir müssen verstehen, dass das eine Struktur hatte, die möglicherweise in Zukunft in der Form so nicht mehr abbildbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss der Kommune stärker rein. Aber auch dann werden wir, und die werden dann im Stadtrat geführt werden, die Diskussion, und die werden wir nicht zu dritt führen. Da kommen nämlich ganz andere Leute, die möglicherweise auch ganz andere Interessen haben. Wir werden auch über die Kultur in dieser Stadt noch harte finanzielle Diskussionen führen. Aber ich glaube, wir sind uns inhaltlich einig, wo wir da stehen. Und das ist schon ein gutes Ergebnis für diesen Abend. Okay. So, wir sind fast pünktlich, eben hatte die Glocke geläutet, also wir haben 2 Minuten überzogen und jetzt machen wir auf und Sie sind gefragt mit Ihren Fragen und wir haben dafür eine halbe Stunde Zeit und ich finde, wir sollten einfach mal loslegen. Kriegen die Leute immer ein Mikro oder müssen sie sich das nehmen? Oder ja? Dann müssen sie ein bisschen lauter sprechen oder nach vorne kommen, dann gebe ich Ihnen mein Mikro und dann können Sie was sagen. So, bitte. Aha, er braucht ein Mikro. Okay, dann brauchen wir also ein Mikro und das war das, was nicht so gut funktioniert. Daniel, David, kannst du, genau, das ist lieb. Ja, okay, dann erwarten wir die ersten Wortmeldungen. Gibt es Fragen an die Kandidaten, gibt es Hinweise, gibt es Forderungen? Sie sind die Wähler, Sie sind gefragt. Also ich glaube, da kommt einer. Mhm. Vielen Dank. Das ist aber nett. Danke. Das ist ja auch eine Brühe. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch gut. So, bitte sehr. So, meine Damen und Herren, wenn es keiner wagt, dann wagt es ein alter Mann. Also ich bin schon erstaunt über den heutigen Abend. Einmal begrüße ich das, dass wir überhaupt zusammenkommen zum Thema Kunst. Aber ich möchte festhalten, Kunst lebt nicht nur vom Geld. Und wenn hier Programme entwickelt werden, ist das schön. Dann hilft es natürlich, die wirklich abhängig sind, die beruflich von ihrer Kunst leben müssen. Aber Kunst ist nicht nur der Profi. Kunst ist auch das, was im Volk passiert. Und in der ganzen Geschichte gab es Leute, die haben Kunst gemacht, haben nicht nach Geld gefragt. Es ist schön, dass sie sich bemühen. Sie können aber keine Kunst entwickeln.
Sie können nur die Kunst fördern, indem Sie sagen, jawohl, wir helfen euch. Und dazu ist absolut notwendig. Und das haben Sie und Sie gemacht, das war bei uns richtig. Wir haben vor rund 7 Jahren einen Verein gegründet, Künstlernetz von Gimmelingen. Wir haben nicht gefragt, wer unterstützt uns. Aber der damalige Kulturdezernent Weigel war sofort da, das war gut. Wir haben sie nicht nach Geld gefragt, das müssen Sie verstehen. Wir haben versucht, dass wir unser Geld selber kriegen. Lauter begeisterter Künstler und einsatzfreudige Leute. Okay, wenn ich Sie jetzt unterbreche, dann tue ich das deswegen, ja, weil ich würde Sie bitten, vielleicht noch eine Frage an das Podium zu richten. Haben Sie eine? Und ich habe zu viele Fragen. Dann bestellen Sie eine. Ich habe zu viele Fragen. Eine, die Ihnen am wichtigsten ist. Also gut, ist. Ich will ein bisschen abkürzen. Bitte. Ich empfehle diesen drei Herren, egal wer Oberbürgermeister wird, dass er versucht, in die Spur zu kommen von einem Mann, der hier in der Stadt sehr beschimpft worden ist, aber der das erkannt hatte. Das war der Dr. Brix. Den habe ich kennengelernt 65. Der Dr. Brix, entschuldigen Sie, der Dr. Brix ist damals in jeden Hasenzuchtverein gegangen und hat gefragt, wo habt ihr Probleme, wie sieht's aus, wo kann ich helfen? Okay, gut, dann sage ich jetzt mal Danke. Das wollte danke. Ich haben, dass die Herren sich das aufs Tablet. Okay, haben die Herren kapiert, glaube ich, dass sie sich den zum Vorbild nehmen, vielleicht, oder auch nicht, aber danke dafür. Gibt's? Genau. Gibt's weitere Fragen? Ja. Ja, mich würde interessieren, nach welchen Kriterien. Halten Sie es ein bisschen zum Mund. Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien das Geld, das für die Kultur da ist, verteilt wird. Und wer das verteilt. Mhm. Ganz grundsätzliche Frage. Ja, ganz grundsätzlich. Dazu kann man was sagen. Vielleicht mal der Kulturdezernent, der im Amt ist, ja? Ganz grundsätzlich verteilt erstmal das Geld der Stadtrat, indem er Haushaltspositionen mit Geldern belegt, die für gewisse Zwecke definiert sind. Und dann gibt es Positionen, die für sogenannte Sonderveranstaltungen beispielsweise genutzt werden können, die einfach nicht definiert sind, die also Gestaltungsspielraum eröffnen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt einen Beschluss gefasst vor einigen Monaten im Kulturausschuss, dass wir schwerpunktmäßig junge Kultur in Neustadt fördern sollen. Und dieses ist für uns Auftrag, in den nächsten Projekten entsprechend solches zu tun. Klar ist, ansonsten haben wir die Notwendigkeit, für den Saalbau beispielsweise ein Abo-Programm zu realisieren. Das kostet mehrere hunderttausend, bringt wenige hunderttausend und damit werden im Prinzip die Mittel in irgendeiner Form gelenkt. Ich glaube, was wir brauchen, und das hat die Diskussion ja heute übereinstimmend gebracht, wir brauchen nochmal auch eine Diskussion, wo Mittel hingehen. Karl Hoffmann, gebe ich recht, Kunst ohne Geld kann funktionieren, wird aber auf Dauer nicht funktionieren. Wer regelmäßig Angebote braucht, wer beispielsweise Jugendförderung im Theaterbereich machen will, der kann nicht darauf warten, dass irgendwann mal ein Zuschusscheck kommt, sondern der braucht Planungsgrundlage zum Beginn des Jahres, damit er weiß, wie er seine Angebote gestalten kann. So ist das bei Reblaus, bei Wespe, bei Herrenhof und so weiter und so fort. Also ohne Geld geht manches, aber vieles geht auch nur, wenn es einen vernünftigen finanziellen Planungsrahmen gibt. Okay, danke. Marc? Ja, zu ergänzen wäre vielleicht noch die Vereinsförderung, die wir also in Höhe von 60.000 Euro jährlich ausschütten. Da sind wir übrigens, mittlerweile die einzige Stadt, könnte das sein. Die anderen haben diese Zuschusstöpfe also alle schon eingedampft. Die werden vergeben mit dem Stadtverband für Kultur zusammen. Das ist übrigens auch eine sehr besondere Einrichtung, die wir hier in Neustadt haben, als Dachverband für alle kulturschaffenden Vereine. Das entlastet den Kulturdezernenten ein bisschen von dieser Bürde, dann entscheiden zu müssen, wer da wie viel Geld bekommt. Das wird eben dann mit dem Dachverband für die Vereine gemeinsam besprochen. Aber worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und das ist ja natürlich auch genauso, diesen Bereich der Kulturausgaben zuzuordnen, das ist unser großes Angebot in der Stadtbücherei. Das ist also auch einer der größten Ausgabenposten, 500.000, 600.000 Euro etwa.
wo es eben nicht nur um die Pflege der Literaturkunst geht, sondern wo wir ja mittlerweile weit mehr machen. Das ist ein Medieninformationszentrum, ein Zentrum für Lesekompetenz und wo wir eben auch viel, sagen wir, für die Integration auch in Neustadt leisten. Und der Bereich Archiv und Museum, Heimatpflege, Geschichtspflege, auch ein ganz wichtiges Feld, für mich auch persönlich sehr wichtig, eben die Geschichte unserer Stadt aufzuarbeiten, zugänglich zu machen, jeweils 150.000 Euro etwa. Das sind natürlich auch Mittel, die in dem Bereich der freiwilligen Leistungen angesiedelt sind und die auch gut angelegt sind, finde ich. Also wir haben da in Neustadt schon, finde ich, über viele Jahre auch ein gutes System rausgearbeitet und ich hoffe, dass wir diese Infrastruktur werden erhalten können. Bibliotheksgesetz gibt es ja auch, vielleicht das noch als Ergänzung, hat ja auch Verfassungsrang, da hat das Land dann ein Bibliotheksgesetz gemacht. Da waren wir alle optimistisch, dass es jetzt quasi zur Pflichtaufgabe wird, dass das die Rechtsstellung der Bibliotheken, der kommunalen Bibliotheken stärkt. Das war dann leider nicht der Fall, sondern es war, ja, sage ich mal, eine schöne Geste, aber auch nichts, was uns hilft, letztendlich dann auch diese Mittel auch wirklich verteidigen zu können. Also ja, diese Verteilungskämpfe, die stehen uns wahrscheinlich bevor. Nein, ich will gar nichts erwidern, ich will nur ergänzen, damit Sie ein umfangreiches Bild haben. Also wir haben etwa einen Kulturetat von 2 Millionen an Ausgaben. Wir nehmen im Jahr über die ganzen Eintritte 250.000 Euro ein. Und Sie können davon ausgehen, dass unsere Kulturausgaben etwa 1,5% der kommunalen Ausgaben insgesamt sind. Wir sind etwa bei 130 Millionen. Sie merken also, wir reden jetzt über einen marginalen Betrag eigentlich im kommunalen Haushalt. Wenn Sie diskutieren wollen über richtige Summen, dann müssen Sie den Jugend- und Sozialbereich angucken. Da sind wir bei 60 Millionen. Da spielt dann tatsächlich die finanzielle Musik. Okay. Pascal? Ja, der Marc hat ja eben aufgezeigt, wie vielfältig die Kultur ist, wenn ich Bibliothek und Museum, was ja für mich genauso einen großen Stellenwert in dieser Stadt hat. Aber nochmal so eine kleine Replik zu den Aussagen, die Sie vorhin gesagt haben. Vereine sollen gucken, wie sie selbst mehr oder minder zu Geld kommen oder sich erwirtschaften. Also da kann ich Ihnen nur sagen, aus meiner Tätigkeit heraus, und ich bin Vorsitzender der größten Schauspielgruppe hier in Neustadt, die seit über 50 Jahren die Freilichtspiele in der Villa Böhm macht. Ich denke, eine der schönsten Plätze in der Stadt, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und wir haben dann auch immer wieder Gespräche mit anderen Theatergruppen und auch Projekte, die wir führen. Und wenn wir sehen, was da für Gelder durchlaufen, sind diese Vereine sehr häufig, auch im Bereich der Gesangsvereine, sehr häufig darauf angewiesen, dass man sie unterstützt. Und manchmal ist es nicht nur das Geld, sondern ist es einfach auch eine organisatorische Hilfe. Deswegen schwebt mir auch so ein bisschen, es geistert ja immer mal so der Ehrenamtsbeauftragte oder wie man auch immer diese Stelle nennt, vielleicht auch dort mal eine rein organisatorische Unterstützung, weil die Vereine ein ganz anderes Problem haben, manchmal neben dem Geld auch. Ihnen gehen auch irgendwann die Leute aus, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und da muss man sie motivieren und unterstützen, dass sie sich ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich eben der Kunst, sei es in Malerei, sei es Gesang oder darstellendem Spiel, wie auch immer, letztendlich widmen können. Gut, so, nächste Frage bitte. Ja, kommen Sie nach vorne wegen des Mikros. Was bedeutet und beinhaltet für euch der sehr gestreichelte Begriff junge Kultur und bedeutet das eine Altersspanne? Danke für die Frage und jetzt noch ein kurzer Hinweis, fasst euch mit den Antworten ein bisschen kürzer, damit wir noch mehr Fragen stellen können. Ja? Genau. Ihr habt viel zu sagen, das ist schön und gut. Pascal, willst du mal anfangen und dann Marc und dann Ingo, ja? Es ist wahrlich ein strapazierter Begriff, weil die einen sagen, es ist die Kultur für die Jungen, aber wer macht sie, die Alten oder die Jungen selbst, oder sind es Junge, die Kultur machen? Ich glaube, da finde ich jetzt im Moment keine Lösung, weil man muss sich überlegen, was will ich eigentlich, wie sehe ich es? Und ich glaube, wenn ich das dann für mich definiert habe, dann weiß ich, was junge Kultur ist. Junge Kultur wurde hier vorhin kurz erwähnt, war letztes Jahr das Querfeld ein, wo man dann versucht hat mit Crossover einige Dinge, wo man junge Menschen an die Kultur herangeführt hat, beziehungsweise sie hat ihre Kultur aufzeigen lassen. Aber es gibt umgekehrt auch Erwachsene, sage ich jetzt mal vom Alter her, die auch Jugendkultur oder für Jugendkultur machen. Wir zum Beispiel haben es erstmalig ein
Kinderstück gemacht, das aber Erwachsene gespielt haben. Das ist auch für mich ein Teil dieser Kultur. Okay. Marc? Für mich ist die junge Kultur Nachwuchsförderung. Denn also diese Abgrenzung, diese Diskussion, die führen wir seit Jahren. Viele verstehen darunter, dass wir was für junge Leute anbieten sollen, assoziieren damit Diskotheken, Clubangebote, Konzertangebote und so weiter, die alle in den kommerziellen Bereich, in den reinen Freizeitbereich hineingehen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sehe wirklich die Gefahr, wenn wir das zu großzügig auslegen, dass wir dann wirklich mit unseren knappen Ressourcen nicht zurechtkommen. Es geht um die Nachwuchsförderung im Bereich der Künste, bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, Literatur. Okay, Ingo? Ich schließe mich in der ersten Hälfte dem Marc inhaltlich an. Ich habe da eine Altersgruppe irgendwo im Hinterkopf, die natürlich nicht in Jahren sauber definierbar ist. Und wichtig ist mir auch nochmal die Fragestellung, bieten wir Kunst, Kultur schwerpunktmäßig auch für junge Leute an? Das wäre der zweite Teil meiner Definition. Das heißt, A, wer produziert sie? B, wer nimmt sie als Adressat auf? Und aus dieser Menge heraus ergibt sich junge Kultur. Das kann auch sein, dass mal Leute älteren Jahrganges, es soll vorkommen, Tine, du machst viel Kunst für junge Menschen, das weiß ich sehr wohl, dass also auch so Leute junge Kultur machen, indem sie ganz gezielt, wie du mal deinem Kick- oder Keck-Angebot da im Herrenhof eben Angebote für junge Menschen machst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir junge Leute an die Kultur heranführen. Über welche Wege ist dann erstmal egal. Okay, David, du wolltest was dazu sagen? Nur ein ganz kleiner Einwurf von der Seite mal wieder. Sensibler Umgang mit dem Begriff junge Kultur würde ich empfehlen. Da schrillen bei mir immer sehr schnell die Alarmglocken. Was heißt denn junge Kultur, beziehungsweise, was ja auch sehr oft benutzt wird von Politikern, Jugendkultur. Es gibt keine Jugendkultur. Die Jugendlichen sind genauso diversifiziert in ihren Interessen, wie wir es sind im Erwachsenenalter, genauso wenig, wie es eine Seniorenkultur gibt. Das würde ja implizieren, dass wir sozusagen verordnen, dass jeder Senior, sagen wir mal, auf Rosamunde Pilcher Gedächtnisreisen gehen muss, obwohl er vielleicht ein Rolling Stones-Fan ist. Ja? Also ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen ganz vorsichtig sein in unseren Formulierungen. Ja? Und wenn wir, was mir gefällt, ist, dass von junger Kultur gesprochen wird, heißt aber auch eingehen auf verschiedene Interessen. Ja? Ganz klar. Ja. David, das ist wirklich gut, dass du da bist heute Abend, weil da sagt er nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen, da klingeln einem wieder die Ohren. Der hat natürlich total recht. Völlig blöd, dass wir mit diesen Kategorien arbeiten. Wir tun das gerne, weil wir sowas einteilen wollen, in der Ordnung immer. Aber er hat recht, das kann man nur unterschreiben, was er sagt. Genau so, ob jung oder alt, es kommt eigentlich auf die Inhalte an. Vielen Dank dafür. Gut, da kommt eine Frage. Mikro gibt es auch hier vorne. Ich freue mich sehr, dass diese Diskussion stattfindet und finde es sehr spannend, was sich in der Kulturpolitik in Neustadt entwickelt. Es kam für mich sehr überraschend, als ich aus dem Urlaub zurückkam, war in der Zeitung der Artikel über diese Tagung des Kulturamts. Und ich frage mich jetzt natürlich wirklich, wo geht die Kultur hin? Ich beobachte und beteilige mich an der Kultur in Neustadt seit 1965, das sind also jetzt 52 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und es ist toll zu überlegen, wo geht es hin? Und ich habe gesagt, sehr interessant, da holt man einen Berater von außerhalb, das kann nur gut sein. Und er hat dann seine Meinung geäußert, ich weiß es nur, was in der Zeitung stand, ob das so wirklich war, weiß ich nicht. Aber ich war dann doch sehr erstaunt. Hermann Toto war der Berater und er hat gesagt, es gibt in Neustadt zukunftsfähige Veranstaltungen und welche, die keine Zukunft und keine Strahlkraft haben. Zukunftsfähig ist der Sonnentanz auf der Welschterrasse. Da habe ich gedacht, ist das eine Kulturveranstaltung oder ist das eine private Party? Ich weiß es nicht. Und zukunftsfähig ist der Herrenweinabend. Der Herrenweinabend, den gibt es ja schon seit 100 Jahren, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und der ist natürlich immer ausverkauft und hat Zukunft.
nicht zukunftsfähig, hat Herr Montoto die Meisterkurse eingestuft, wenn das so stimmt. Ich kann es kaum glauben. Jetzt wird gerade der 31. Meistersingerkurs mit großem Erfolg durchgeführt. Abschlusskonzert am 25. August, glaube ich, bin ich leider nicht da. Nicht zukunftsfähig ist die Frühlingsakademie für Streicher, Meisterkurs für Violine und Bratsche. Den gibt es seit 20 Jahren, glaube ich, oder noch länger. Blüht und gedeiht, großer Zuspruch, international, Geiger aus China, Russland, weiß der Teufel wo, überall her. Hervorragendes Niveau, große Publikumsbeteiligung, ehrenamtliche Helfer noch und noch. Der Verein hat den Vorsitzenden gewechselt. Ich habe es leider gerade selber übernehmen müssen, weil wir noch niemanden gefunden haben, sondern erst in einem Jahr. Jetzt mache ich das kommissarisch. Und ich frage mich jetzt wirklich, wo geht die Kultur hin, wenn diese Dinge überhaupt nicht erwähnt werden, aber der Sonnentanz auf der Weltterrasse unser zukünftiges Kulturereignis sein wird. Weil Sie mich direkt angesprochen haben, kann ich es mal klarstellen. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Und ich bin auch nicht als Berater beschäftigt worden, sondern das Kulturbüro hat 2 Workshops organisiert. Die Inhalte haben die Beteiligten des Workshops definiert. Und wir haben niemanden beraten. Wir haben keine Meinung dazu gesagt, sondern wir haben die Inhalte wiedergegeben, die in den Workshops erarbeitet wurden. Wir kennen uns ja, wir haben uns ja schon in der Metropolregion gesehen. Und ich habe Sie nicht belogen, als ich gesagt habe, ich bin ein Freund der klassischen Musik und ich weiß, dass Neustadt ein Territorium für klassische Musik ist. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich ins klassische Konzert gehe und kann Ihnen nur sagen, das habe ich nicht gesagt. Und ich bin auch nicht als Berater beschäftigt gewesen. Das ist in der Presse falsch dargestellt worden. Das sind interne Workshops, die stattgefunden haben und wir haben den Rahmen dafür geschaffen. Wir als Kulturbüro würden es gar nicht wagen, unsere Meinung dazu zu sagen. Genau. Ja, okay. Gut. Vielleicht darf ich das nochmal erklären. Es war ein Seminar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und es gab eine Warm-up-Runde. Und dann haben wir alle möglichen Kulturangebote aufgelistet und haben dann sehr subjektiv von den Teilnehmern punkten lassen, was sie als Reichweite ansehen und wie sie die Zukunftsfähigkeit ansehen. Und angesichts der Diskussion, die wir vorhin hatten, würde ich wiederholen, der Herrenhof hat eine riesige Reichweite, aber er hat ein erkennbares Personalproblem und deswegen ist die Zukunftsfähigkeit im jetzigen Stand mit einem Fragezeichen zu beurteilen. Und wenn Sie gerade vorhin gesagt haben, Herr Schmidt, Sie müssen jetzt mal gerade den Vorsitz eines Vereins übernehmen, weil kein anderer da ist, dann ist das auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Und nur darum ging es. Es war überhaupt keine objektivierte Aussage und ich habe es dem Herrn Pöschel damals gesagt, ich finde es sehr unglücklich, dass dieses Plakat, was einen internen Diskussionsprozess abbildete, über den man lange diskutieren kann, dass das dummerweise bei der Präsentation im Ratssaal aushing. Es hat letztendlich den Inhalt des Prozesses völlig verfälscht. Nur eins ist klar, wir werden auch in der kulturellen Landschaft, weil es eben personelle Engpässe, Veränderungen, Schwierigkeiten gibt, Veränderungen bekommen und manches Angebot, was heute noch stabil erscheint, wird möglicherweise, weil die Menschen in Zukunft nicht mehr so da sein werden und darüber müssen wir uns Gedanken machen und Antworten finden, so vielleicht nicht mehr da sein. Also es war nie der Anspruch, irgendwas objektiv darzustellen. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass wir immer über diese Thematik eigentlich reden, weil die war gar nicht Gegenstand, sondern es war eher mal so, wie finde ich mich in den unterschiedlichen kulturellen Angeboten zurecht. Aber umso besser, dass wir das heute nochmal erklären können, weil das ist ja wirklich ein Missverständnis, was
also wirklich einen negativen Beigeschmack findet. Und das ist gut, dass wir da nochmal offen drüber sprechen können. Gut, dass wir darüber jetzt reden können. Wunderbar, danke. Ja. Marc? Und ich denke, es wird auch daran deutlich, dass dieser Prozess mit Sicherheit so noch nicht am Ende angekommen sein kann, sondern dass wir tatsächlich für die Entwicklung eines kulturellen Leitbildes, was wir eben dann in Zukunft brauchen, auch gegenüber dem Stadtrat zu argumentieren, dass wir da alle mitnehmen müssen und insbesondere natürlich auch gerade die Leistungsträger, die kulturellen Spitzen unserer Stadt, die sich da auch entsprechend wiederfinden müssen. Genauso wie das, was der Karl Hoffmann vorhin gesagt hat, wie er auch auf die Vereine und auch auf die Künstler, die in der Stadt auch gefördert werden wollen, Unterstützung erfahren. Wir haben noch nicht gesprochen über Ehrenamtskarte zum Beispiel. Das ist also, sind so Bereiche, in denen die Stadt durchaus also auch noch Möglichkeiten hätte, Ehrenamtliche noch ein bisschen stärker zu fördern, dass wir diesen Weg eben dann auch gehen und dass wir das in Zukunft dann halt auch nochmal kommunizieren. Das ist mir auch wichtig. Pascal? Ganz kurz zur Ehrenamtskarte. Ich bin ja mal froh, dass wir sie endlich haben, nachdem wir sie beantragt haben. Sie ist sicherlich noch ausbaufähig, um einfach den Ehrenamtlichen auch eine Wertschätzung ihrer Arbeit zu geben. Aber wie gesagt, das, was der Herr Schmidt gesagt hat, beweist eigentlich für mich, dass das, was ich anfangs gesagt habe mit dem Kulturentwicklungsplan, dass es notwendig ist, dass wir nicht eben bei diesen Ergebnissen, die wir hatten oder den Erkenntnissen, die, wie der Inge Rödlingshöfer gesagt hat, auf subjektiven Empfindungen berufen, stehen bleiben können, sondern wir müssen es jetzt versuchen zu objektivieren und uns halt da noch eine klare Richtung zu geben, wo wollen wir hin, was ist uns was wert in dieser Stadt. Jetzt haben wir noch knapp 4 Minuten, würde ich sagen, 1-2 Fragen können wir noch stellen und dann meldet sich jemand. Also alle 3 Kandidaten haben ja gesagt, zukünftig Kulturförderung nicht mehr mit der Gießkanne, jetzt muss der Schwerpunkt her. Und darüber soll später diskutiert werden. Der Gegenteil vom Schwerpunkt ist der Nebenpunkt oder vielleicht der Abseits. Und deshalb sollten alle 3 Kandidaten den Mut haben, vor den Wahlen klar zu sagen, wo bei der Kultur der Schwerpunkt der Förderung ist. Denn der Wähler oder der Bürger, dessen kulturelle Gruppe nicht mehr zum Schwerpunkt demnächst gehören wird, sollte das vor den Wahlen wissen. Den Mut sollte man haben. 2. Anmerkung, wir sollten uns nicht mokieren über die Besucher der Veranstaltungsreihe Leichte Muse. Zum einen zahlen die genauso Steuern wie die Besucher der Konzerte der Staatsphilharmonie und zum anderen kann eine Operette handwerklich gut gemacht sein und ein Sinfonieorchester handwerklich schlechte Arbeit abgeben. Und die 3. Frage wäre, wir haben in Neustadt auf der grünen Wiese demnächst ein Kino mit 10 Sälen und wir haben in der Innenstadt ein Kino mit 4 Sälen seit vielen Jahren. Und wie sehen Sie die Chance, dass das Kino in der Innenstadt überlebt? Danke. Okay, das war eine Reihe von Fragen. Wer will als Erster antworten? Pascal? Ja. Muss ich mal gucken, dass ich die alle 3 richtig beantworte, beziehungsweise eine Reihenfolge halte. Punkt 1, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir brauchen erst einmal die Entwicklung einer Strategie, bevor ich vielleicht sagen kann, welche Schwerpunkte nicht mehr so stark gewichtet werden. Das kann ich heute hier definitiv nicht, das wäre vermessen, weil ich ja vorhin gesagt habe, wir haben diese Ergebnisse, wir müssen da erstmal weitermachen und mal schauen, wo wollen wir hin. Und nicht jetzt schon im Vorfeld wieder sagen, na, dich wollen wir nicht und am Ende erkennen wir aber, dass wir sie vielleicht gebraucht hätten in unserem ganzen System. Punkt 2, helfen Sie mir auf die Sprünge, was? Ja, das war das mit dem Saalbau, mit dem Abo Leichte Muse. Also da bin ich bei Ihnen, das hat ja der Marc auch schon vorhin gesagt, das Programm sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, Leichte Muse jetzt gegen Oper oder klassische. Jeder soll sich ja auch wiederfinden und diese Vielfalt macht es ja so interessant. Ich selbst bin kein Fan von der Operette, ich gehe lieber dann mal in eine Oper oder in ein Klavierkonzert. Das sollte ja jedem, sollte die Möglichkeit gegeben werden. Deswegen würde ich also das nicht gegeneinander ausspielen wollen. Zu dem Thema Kino, ich sage ganz ehrlich, ich bin froh, dass es da ist. Es bietet eine Chance in dieser Stadt, auch für die Jugend, die wir ja vorhin angedeutet haben. Auch dem Kino Roxy sehe ich durchaus eine Chance. Ich hatte mit dem Herrn Kaltnegger auch mal ein Gespräch vor ungefähr 1,5 Jahren, habe ihm Möglichkeit mal aufgezeigt, habe ihm mal gesagt, was ich mir dort vorstellen könnte, auch im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen.
Er hat sich darüber dann nicht mehr ausgelassen weiter. Ich habe da keinerlei Informationen, wie weit er das dann will. Er war in Gesprächen mit dem großen Kinocenter, die sind abgebrochen worden. Ich denke, aber beide haben nebeneinander eine realistische Chance. In Landau funktioniert es auch. Warum soll es hier nicht funktionieren? Marc? Ja, es wird sicher nicht ganz leicht fürs Roxy, diesen Kampf aufzunehmen. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind damals, als der Bebauungsplan beschlossen wurde und als man grünes Licht für dieses Vorhaben auf der grünen Wiese gegeben hat, noch von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Denn da war in der Tat der Betreiber des Roxy-Kinos noch als Teilhaber dieses Projekts vorgesehen. Und da stellte sich natürlich die Situation ganz anders dar. Jetzt läuft es auf einen harten Wettbewerb hinaus und ein Kino gehört eben auch zur innerstädtischen Kultur. Ja, das ist ein Stück urbaner Kultur, das dürfen wir nicht aufgeben und wir müssen, glaube ich, wirklich versuchen, den Herrn Kaltenegger dabei zu unterstützen. Er geht und war er schon immer eigentlich sehr großzügig auch auf auch Vereine und auch auf andere kulturelle Anbieter zu. Er ist sehr offen für auch mal ganz spannende, schräge, neue Ideen. Die Stadt sollte und gerade im Kulturbereich sollten wir versuchen, in der Tat da die Kooperation mit ihm zu suchen. Ich sehe da übrigens auch Potenzial im touristischen Bereich noch. Habe ich mich gerade auch in einer anderen Stadt ein bisschen, habe ich mir dann mal eine gute Idee mitnehmen können, wo eben auch Touristen, Stadtführungen zum Beispiel, mit Filmen, Kurzfilmen dann ins Kino geführt werden. Also ich denke, wir müssen da wirklich auch versuchen, kreativ zu sein, dass wir das halten können. Saalbau schließe ich mich an, habe ich ja vorhin mich auch schon dazu positioniert. Und, helfen Sie mir nochmal, der erste Punkt. Der erste Punkt, jetzt habe ich ein Loch im Kopf. Also, dass wir jetzt quasi heute hier sagen, wo würde man, wenn wir dazu gezwungen wären, dann Geld streichen? Also ich hab vorhin ja auch schon gesagt, dieser Prozess eines Leitbilds, das ist nichts, was ein Oberbürgermeister per Ordre de Mufti beschließt, sondern das ist ein Prozess, an dem ein Kulturausschuss, an dem ein Stadtrat und an dem auch die Kulturschaffenden in dieser Stadt beteiligt werden müssen. Und deswegen wäre das, glaube ich, hier keine gute Idee. Und mir würde ehrlich gesagt im Moment auch nichts einfallen, wo ich jetzt Ihnen hier guten Gewissens sagen könnte, wo ich also hier die Axt anlegen möchte. Da ist die Strategie zunächst mal eine andere. Habe ich jetzt vorhin auch schon mal versucht zu verdeutlichen. Ressourcen besser einsetzen und effektiver werden. Danke. Ingo? Das Kinothema ist ein schwieriges. Mein Jugendamt macht Veranstaltungen dort, meine Partei macht Veranstaltungen dort. Es könnten noch viel mehr Menschen Veranstaltungen dort machen, auch in der Stadt. Wir müssten uns ein Stück weit da stärker committen. Wir müssten erkennen, dass es für uns als Stadt ein Anliegen ist, dass dieses Roxy-Kino erhalten bleibt. Gleichwohl muss man auch realistischerweise feststellen, dass die Veranstaltungsvoraussetzungen beispielsweise wegen fehlender Bühnentiefe nicht optimal sind. Man kann im Prinzip keine Konzertveranstaltung machen. Wir haben Kaltenegger in intensiven Gesprächen schon mal gebeten zu prüfen, ob man da was in der Bühnensituation ändern kann. Wir haben auch noch mal geredet über die Frage, kann man einen Raum von 300 Personen etwa mit einer entsprechenden Bühne in den Luftraum des ehemaligen großen Kinoraums reinbauen. Da sind wohl die Vermieter derzeit ein bisschen schwierig. Aber klar ist, wir brauchen ganz, ganz unterschiedliche Unterstützungsstrategien. Und er selbst macht ja auch tolle Veranstaltungen. Also er hat jetzt gerade angefangen, für Seniorinnen und Senioren Angebot aufzulegen. Der Mann kämpft und wir sollten ihn beim Kampf unterstützen. Punkt zwei, zur Frage der Streichung. Es geht, glaube ich, nicht um Streichung, aber ich glaube, wir werden auch nicht drum rumkommen, mal zu schauen, was wirklich in dem zum Teil hochsubventionierten Saalbau passiert. Das ist kein Tabuthema. Man muss regelmäßig darüber diskutieren, wenn man weiß, wo man hin will, wo man auch gegebenenfalls Finanzmittel freischaufeln kann. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, es geht alles, ohne dass es Veränderungen gibt. Und auf diesen Veränderungsprozess, der sicherlich für den einen oder anderen auch ganz schwierig ist, muss man sich einlassen, weil Sie vorhin, Herr Dr. Dufner, gesagt haben, die Leute zahlen Steuer. In der Tat, es gehen 8.000 Euro
Menschen in etwa in Saalbauveranstaltungen. Das heißt, bei 53.000 Leute, es gehen über 40.000 Leute in dieser Stadt nicht hinein und die zahlen auch Steuern. Also wir müssten uns mal überlegen, wie wir ein Stück weit auch Kultur stärker an die Menschen ranbringen. Da gab es vor 20, 30 Jahren mal interessante Konzepte und vielleicht müssen wir da auch nochmal bereit sein, ein bisschen über das Etablierte hinaus zu denken. Beispielsweise auch wieder mehr mit Straßentheater arbeiten, vielleicht auch Musik mal in Stadtteilquartieren, in denen ansonsten nicht so viel los ist. Also mir fällt ganz, ganz viel ein, wenn man mal anfängt, aus diesen etwas eingefahrenen Bahnen ein Stück weit rauszudenken. Okay, David, du bist der Mann mit dem Blick von außen. Zum Abschluss noch zwei, drei Sätze. Ja, eine allerletzte Replik. Ich glaube, wir müssen... Nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, welche Geister wir hier rufen und welche Gespenster wir hier an die Wand malen. Das gilt insbesondere, wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen und von Schwerpunkten, Herr Dufner, dann, ich weiß sehr wohl aus meiner eigenen Erfahrung, dass gerade die Ehrenamtlichen sehr, sehr schnell mit Ängsten konfrontiert sind. Das ist ein täglicher Kampf, da geht es um jeden Pfennig. Und ich glaube, eine Kulturentwicklungsplanung heißt, und Schwerpunkte zu setzen, bedeutet nicht, dass irgendjemand am Rand runterfällt. Das ist ganz wichtig zu betonen. Ja. Es geht nur darum, am Ende zu entscheiden, zuzuspitzen, was identifizieren wir als kulturell für uns wichtig für die weitere Stadtentwicklung, worin geben wir eventuell zusätzliche Marketinggelder, wie können wir das nutzen für die und die Effekte, die wir uns versprechen. Aber dass wir davon ausgehen, zwingend davon ausgehen müssen, dass die kulturelle Grundversorgung gewährleistet ist. Also das versteht sich meines Erachtens von selbst. Ja. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht die Dinge gegeneinander ausspielen. Ja. Ein hochwertiges Programm im Saalbau ist wichtig. Und wenn wir davon sprechen, Kürzungen im einen oder anderen Bereich vielleicht vorzunehmen, heißt es hoffentlich nicht, dass eine komplette Sparte wegfallen muss. Ja. Also ich glaube, wir müssen da immer ein bisschen vorsichtig sein. Klar, die Ängste sind da. Bei den Ehrenamtlichen ist das nun mal so die größte Währung, mit denen du sozusagen Ehrenamtliche glücklich machen kannst seitens der Politik, ist nun mal auch Wertschätzung. Ja, und das ist am Ende das, was zählt. Und ich glaube, das wird sich keiner am Ende zur Schule kommen lassen, dass das am Ende runterfällt. Okay. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben nur 5 Minuten überzogen. Das ist eine gute Leistung. Und ich sage danke an die 3 Kandidaten. Ich sage danke an den Blick von außen. David, vielen Dank, dass du da warst. Du hast die Diskussion bereichert, glaube ich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Engagement. Und ich will zusammenfassend sagen, mir würde es schwerfallen, meine Stimme abzugeben. Ich muss sie Gott sei Dank auch gar nicht abgeben. Ich habe 3 Kandidaten erlebt, die sich ernsthaft, meiner Meinung nach, Sie müssen das dann entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, ernsthaft mit dem Thema Kunst und Kultur beschäftigen, die offenbar erkannt haben, dass Kunst und Kultur für die Stadtentwicklung von enormer Bedeutung ist. Da könnte ich Ihnen jetzt Städte weltweit nennen, die auf Kunst und Kultur gesetzt haben und damit sehr, sehr gut gefahren sind. Seid da auch noch mutiger. Was ich mitgenommen habe vom heutigen Abend: Es wird von allen 3 als Notwendigkeit angesehen, eine Kulturstrategie gemeinsam zu entwickeln. Darüber wird man sich auseinandersetzen müssen. Die Zeit der Gießkanne scheint vorbei zu sein. Wir werden es erleben, dass hier auch Schwerpunkte gesetzt werden. Das ist gut. Und der Herrenhof ist noch ein Thema, der auch eine große Herausforderung darstellt, ganz klar, neben vielen anderen. Es geht darum, die Vereine einerseits zu unterstützen, das Ehrenamt zu unterstützen, aber vielleicht auch mal zu gucken, ob es Themen gibt, so wie das Hambacher Schloss, womit man wirklich eine überregionale Wirkung erzielen kann. Und Sie haben es gesagt, jetzt nochmal deutlich, die Musik, die klassische Musik ist in Neustadt von großer Bedeutung, hat eine große Wirkung und das wird auch mit Sicherheit so bleiben. Gut, soweit. Ich pflege dann immer noch so ein paar Zitate einzustreuen, will mich aber trotzdem nochmal bei Wolfgang Dinges
bedanken, denn das war seine Idee, die Koinzidenz der Ereignisse zu nutzen, Oberbürgermeisterwahl und das vierte Künstlersymposium. Gute Idee, dann die drei einzuladen. Danke. Und dann möchte ich noch jemanden hier begrüßen, der in der ersten Reihe sitzt, Frau Kasungu Hass. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sich die Abende immer so um die Ohren schlägt. Sie sitzt im Landtag schön, dass du da bist. Wunderbar. Sie ist die kulturpolitische Sprecherin. Ich wollte jetzt ganz objektiv sein, einer Partei, der SPD, genau, ist ja wurscht. Ich habe sie kennengelernt als eine eifrige Verfechterin in Sachen Kunst und Kultur und deswegen finde ich es toll, dass du da bist. Ja, vielen Dank. So, gut, das auch noch. Und jetzt erlauben Sie mir die Zitate. Das eine heißt, hat mit Kunst und Kultur nicht so viel zu tun oder doch sehr viel. Alleine kommt man vielleicht schneller voran, aber gemeinsam kommt man weiter. Das haben die alten Indianer gesagt. Motto für euch, wenn die Wahl vorbei ist, und das finde ich so schön an der kommunalen Politik, dann ist man ja verpflichtet zur Zusammenarbeit. Und ich glaube, das kriegt ihr auch hin. Ich wünsche euch dreien alles Gute und arbeitet dann gut zusammen für Neustadt und die Kunst und die Kultur. Und dann noch eins von Theodor W. Adorno. Geht in eine ganz andere Richtung. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Ciao.